Guten Morgen, wir sind unterwegs in die Stadt. Guten Mittag, entschuldige bitte. Mahlzeit. Ja, die Frau hat wieder getrödelt. Vorsicht, Scheiße. An alle Männer, ihr kennt das ja. Du hast mich ja verarscht gerade. Ich hab dich überhaupt nicht verarscht. Guck mal. Schlüssel oder geh weg. Wie freundlich sie ist. Ja, ich zieh so dein Maske. Ich film dich nicht immer. Wenn ich gefilmt werden will, dann film ich mich selber. Ich film dich nicht. Jedenfalls. Ich hasse das, wenn man mein Doppelkinn sieht und das sieht man einfach. Was? Juckt der Bart oder was? Ja, Junge! Irgendwie ist sie heute mal richtig genervt, ey. Weißt du? Weck mich bitte um 8. Wann bist du aufgestanden? Sag's nochmal. Halb 12. Weck mich bitte um 8. Ich hab dich natürlich um kurz nach 8 geweckt. Du hast mich um 20 vor 9 geweckt. Nein. Doch. Nein, 20 nach 8 habe ich dich geweckt. Vor allem 20 Minuten Unterschied. Und die ist dann pünktlich. Wann nochmal? Halb 11? Halb 12. Halb 12, Entschuldigung bitte. Schämst du dich ein bisschen? Ja. Sie hat auch voll Angst gehabt, dass ich sauer bin. Was ich natürlich auch war, aber ich kann es ja nicht zeigen. Mit dem Gürtel vertreschen mache ich ja nicht mehr. Habe ich dir gesagt. Zumindest ist unsere grüne Woche vorbei. Endlich, dieser Gestank ist aus der Bude. Wir warten jetzt auf die Bahn. Und wir warten. Riechen die nach Kirsche, Rübe. Kirsche? Ja. Das wäre ein bisschen Kirschbonbon. Also Kirsche riecht nicht so süß, glaube ich. Eigentlich wollte ich einen Topf, 50 Tonnen Trockenshampoo da reingetan. Benutzt das Kamera, das wäre einfach nur als Spiegel. Und Palter hat sich beschwert, dass ich einen Zopf habe. Ja, ich finde offene Haare sehen immer besser aus als ein Zopf. Ja, jetzt muss es so bleiben, egal wie es aussieht. Ja, bitte. Juckt's? Mhm. Warte. Patrick, der kleine Hobbyfilmer. Hey, du Ferkel. Waschmittel ist doch günstiger als deine. Na und? Es kommt nicht aufs Günstigste an. Gut muss sie sein. Individuelle Betreuung ist das Stichwort. Ja, ich freue mich schon darauf, wenn ich irgendwann mal da einen Führerschein mache. Du gehst in eine andere Fahrschule. Nee. Ich sag hallo, war hier die Legende von Alltagsleben? Und die Leute werden sagen ja. Ja. Dann kann ich da ja auch meinen Führerschein machen. Du wirst auch so eine Ehrentafel an der Wand sehen von mir. Ja. Ich hasse das, wenn du von unten filmst. Ich bin Hobbyfilmer, ich kann das nicht. Geh weg. Kann man nur so drauf sein. So, mein Essen ist fertig. Was hast du? Das ist natürlich alles meins. Und Palter trinkt ein stilles Wasser. Hier? Das ist meiner. Was steht da drauf? Ungesund, extra ungesund, ohne Salat. Oh, du musst das jetzt zeigen, ne? Was denn? Dass ich den ohne Eisbergsalat nehme. Das ohne Eisbergsalat? Also, da steht's. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Genervte richtig einfangen kann. Ja, man sieht's. Ich bin genervt, ich habe Rückenschmerzen und ich möchte nicht drüber reden. Danke. Über deine Rückenschmerzen? Nee, darüber, warum ich genervt bin. Oh Gott, na, über mich? Gib's einfach zu. Hier, neue Nägel. Hier, neue Nägel. Ja. Endlich mal kurz.
Hätte ich mal kurz. Wir sind endlich wieder zu Hause. Wir haben jetzt 5:05. Und ja, ich muss jetzt den Weekly Vlog von morgen hochladen, weil der hat schon 6 Stunden zum Rendern gebraucht. Der braucht dann bestimmt auch 6 Stunden zum Hochladen. Da gehe ich aber auch 1:40. Und danach will ich meiner Kurtnascherin mal schreiben. Und ja, ich bin einfach nur froh, dass wir wieder zu Hause sind. Ich werde mir jetzt mal noch eine rauchen in Ruhe und ein bisschen weiter genervt sein. Mich nervt das halt, dass Palter immer sagt von wegen, ja, wir haben dann Führerschein. Er hat den Führerschein. Er ist dazu berechtigt, das Kraftfahrzeug zu bedienen, nicht ich. Und ich meine, klar, ich könnte ja nächstes Jahr auch einen Führerschein machen, wenn ich will. Aber ich habe halt auch ein bisschen Angst davor, ne? So viele fremde Menschen. Und ich bin sowieso nicht so ein Mensch, der gerne Prüfungen geschrieben hat. Und wenn, dann waren die immer alle beschissen. Und das kann man sich beim Führerschein einfach nicht erlauben. Das wird sonst einfach viel zu teuer. Und ja, zu essen gibt's heute, glaube ich, nichts mehr. Wenn dann nur ein Brot oder so für jeden. Wir waren ja vorhin bei Meckes. Palter wollte da unbedingt hin, weil er den Nürnberger mal wieder essen wollte. Den haben wir damals das erste Mal in Berlin gegessen. Da haben wir noch gar kein YouTube gemacht. Ja. Hast du gehört? Nee, was? Ich habe kurz über dich gelästert. Kann nicht sein. Natürlich. Alte, dreckige Sau. Ich sitze mir nicht zu lästern. Halt's Maul. Ich bin Fame. Was bist du? Fame. Fame für dich. Fame. Muss ich eigentlich, also kurz die Vorgeschichte. Palter meint, wenn wir ein Auto hätten, also und wir fahren dann zur Wiese, zu seinen Eltern, will das Kennzeichen wechseln, damit man nicht sieht, dass wir aus dem Westen kommen. Soll ich mich dann auch irgendwie verkleiden, ein ostdeutsches Kostüm, oder? Ich meine, die letzten Jahre war das ja kein Problem. War das ja kein Problem, aber dieses Jahr. Ich glaube, ich muss mal seichen. Du kriegst den Vita-Cola an der Hand und dann läufst du da rum. Was ich euch unbedingt noch erzählen wollte, ich hatte aus meinem Nagelladen so eine Karte, so eine Visitenkarte, wo jedes Mal halt drauf unterschrieben wurde mit Datum und so, wann ich da war. Und dann stand da drauf, nach 10 Mal da gewesen sein, ist einmal auffüllen gratis. Jetzt ist der Laden dann aber umgezogen in einen größeren Laden und keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich dann jetzt meine Karte voll. Bei mir hat das immer irgendwie Ewigkeiten gedauert, weil ich ja kein Mensch bin, der da alle 3-4 Wochen hingeht, sondern ich warte auch einfach mal 6 bis 8 Wochen. Es sieht dann zwar richtig assi aus, dem bin ich mir auch bewusst, aber ich bin einfach zu faul, immer dahin zu fahren und dann auch so lange da zu warten. Und ja, auf jeden Fall war meine Karte voll und ich habe mich schon gefreut, yay, und auffüllen gratis und so, sonst bezahle ich für die durchsichtigen Nägel 29 Euro. Und mit Farbe, sowas, was ich jetzt habe, das ist so ein milchiges Weiß, bezahlt man 34. Ja, dann drücke ich hier so meine Karte in der Hand und mir war klar, dass ich die 29 Euro nicht bezahlen muss fürs Auffüllen, sondern dann halt nur diese 5 Euro für die Farbe. Ja, denkste. Auf einmal sagt die zu mir, ja, es sind aber nur 15 Euro mit der Karte, ne? Ich sag, okay, also musste ich noch 19 Euro bezahlen und ich hatte aber nur noch 18 und musste dann noch, Gott sei Dank saß Palter draußen, bin dann schnell zu Palter, ich sag, hast du noch Geld? Und er so, nein. Und ich habe wirklich gedacht, er hätte mir sein letztes Geld gegeben und hätte jetzt gar kein Geld mehr. Er hatte aber Gott sei Dank welches. Ja, und dann habe ich halt das noch schnell bezahlt und regt mich voll auf. Ich weiß gar nicht, warum ich da nichts gesagt habe, ja, weil da ja immerhin drauf stand, einmal auffüllen gratis. Da stand nicht, sie kriegen dann 15 Euro geschenkt. Also das hat mich voll aufgeregt, ja. Hier, Nägel habt ihr ja vorhin schon gesehen, ich habe sie ziemlich kurz machen lassen, weil ich ja halt so ein fauler Mensch bin und so selten dahin gehe und das dann so viel rauswächst und keine Ahnung, die sind dann immer ultra lang und krallen und hässlich. Deswegen habe ich es jetzt so gemacht, dann habe ich so ein milchiges Weiß genommen, weil ich denke, dass man da gut drüber lackieren kann, wenn ich dann mal wieder lackiere. Und ja, ich bin jetzt erstmal zufrieden damit, aber ich muss nachher nochmal ein bisschen daran rumschrubben, weil hier ist immer, die machen immer irgendwas da drauf, das kann ich mir nur abknibbeln, also hier so ringsherum. Und ja, aber so bin ich eigentlich soweit zufrieden. Und ja, mal gucken, wann ich das nächste Mal gehe.
Also in 2 Wochen habe ich Geburtstag und in 4 Wochen fahren wir zu Palters Eltern. Ja, wenn ihr das Video seht, habe ich in einer Woche Geburtstag und wir fahren in 3 Wochen zu Palters Eltern, genau. Und ich weiß nicht, ob das noch so lange hält. Also wenn wir wann fahren wir zu Palters Eltern? In 4 Wochen, ne? Ja, wir fahren in 4 Wochen. Jetzt komme ich schon selbst total durcheinander. Also dann wird das schon übelst rausgewachsen sein. Ich weiß nicht, ob ich vorher dann vielleicht nochmal gehe, mal gucken. Und ja, jetzt lade ich gerade den Weekly Vlog hoch für morgen und gucke nebenbei den letzten Weekly Vlog von Mirja und habe gerade schon ein paar andere Videos geguckt und endlich mal wieder kommentiert und jetzt bin ich mal am Überlegen, weil ich muss eh Haare waschen, also eigentlich würde es reichen, wenn ich morgen wasche, ob ich mir nicht einfach ein bisschen Rapsöl in die Haare knall, mir ein Handtuch am Kopf mache und das mal ein bisschen einwirken lasse. Einfach nur so. Es gibt ja auch viele, die machen das mit Kokosöl oder mit Olivenöl, aber ich habe weder Kokos noch Olivenöl hier, sondern nur Rapsöl. Deswegen überlege ich, ob ich das jetzt mal mit dem Rapsöl mache. Und ja, Palter liegt da hinter mir rum auf der Couch. Der dürst, glaube ich. Dürst du? Keine Antwort, ist auch eine. Und wir gucken nebenbei mal wieder Pastewka. Eigentlich wollten wir heute noch The Hateful Eight gucken, ne? Hm. Machen wir das gleich? Klar. Wann denn? Ich wusste, dass du sagst, halbe Stunde. Ja, und dann gucken wir nachher auf jeden Fall mal The Hateful Eight. Der gute alte Palter ist am Zocken, Battlefield. Ich sitze auf dem Balkon und rauche mir eine Zigarette. Und dann werde ich jetzt gleich nochmal probieren, die Sachen für das Abo-Special zu drehen. Weil ich habe das gestern schon mal gemacht. Ich wollte es eigentlich auf dem Balkon machen. Ging nicht, weil es dann auf einmal im Strom geregnet hat. Und dann habe ich es drinnen gemacht, aber drinnen ist es auch total scheiße geworden. Und deswegen werde ich es jetzt nochmal hier draußen probieren. Ich hoffe, das wird was. Und ja, abwarten, ne? Oh, jetzt läuft hier gerade wieder einer rum, der hier im Moment in der Mülltonne rumwühlt. Jetzt guckt er sich Bäume an. Naja, ich rauche mal auf und werde das anfangen zu drehen und das mal beobachten da unten. Ich habe jetzt Rapsöl im Haar und durfte mich gerade schon fragen lassen, warum ich das denn mache. Ja, darum, weil ich Spaß an der Freude habe. The Hateful Eight haben wir auch nicht geguckt. Das sind bald nichts an mir, oder was? Halt den Rand! Nee, wie sagt er immer? Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt's Maul! Halt's Maul, genau. Halt's Maul. Und... Hey, Genie, darf ich mir was wünschen? Ja. Halt's Maul! Wenn du an mir reibst. Ich weiß gar nicht mal, was ich sagen wollte. Nee, nix. Doch. Wie schön du gerade aussiehst. Soll ich es abmachen? Dann sieht es aus, als hätte ich mir einen Pott Margarine in die Haare geschmiert. Also wie heute, wie du in der Stadt gegangen bist, oder was? Was? Also wie heute, wie du in die Stadt gegangen bist, oder was? Wartet mal kurz. Was willst du denn hier? Okay. Hau ab! Haust du! Aus! Aus! Setz dich da hin! Setz! Platz! Sitz! Aus! Jetzt geh weg! Toll Hundefänger! Hau ab! Aus! Jetzt geh weg! Platz! Platz! Hui, Knochen! Jetzt geh weg!
Was Winde? Geh du doch weg. So, ich hab ihn kurz verprügelt. Wenn du willst, kannst du das essen. Nee. Genau, das kann ich auch mal zeigen. Habe ich mir vorhin beim Marktkauf gekauft und ich stehe da total drauf. Und der Weekly Vlog lädt hoch, noch 2,5 Stunden, sind schon 64% hochgeladen. Morgen früh will Palter dann The Hateful Eight gucken. Ich bin gespannt. Um 8. Um 8 werde ich schlafen. Nee. Doch. Nein, wir gehen jetzt gleich ins Bett. Es ist gleich um 9. Dann geh mal, tschüss, Opa. Ich werde mir jetzt noch einen rauchen und dann werde ich auf den Balkon gehen und das nochmal versuchen für das Abo-Special das zu machen, weil jetzt ist es auch ein bisschen dunkel und dann sollte es eigentlich klappen. Und ich werde die Balkontür auflassen und werde Palter mit irgendwelcher scheiß Musik beschallen. Nee. Doch. Schuldig im Sinne der Anklage, ich habe schon wieder Silbershampoo benutzt. Und es ist jetzt eine Viertelstunde drin, das Öl habe ich natürlich schon ausgewaschen. Und jetzt werde ich das Silbershampoo auswaschen und mir ganz normal die Haare waschen. Und dann werden wir einfach nur noch auf der Couch rumgammeln. Palter ist eh schon wieder am Einschlafen. Der Weekly Vlog hat bei 64% aufgehört weiterzuladen. Das ist mir gerade eben aufgefallen. Ich habe den jetzt nochmal neu gestartet. Aber irgendwie zeigt er mir noch keine Prozentzahl an und so. Da steht jetzt immer Upload ausstehend. Ich hoffe so sehr, dass er bis morgen früh online ist. Also wenn das gleich mal weiterlädt, dann auf jeden Fall. Wenn nicht, dann kommt er irgendwann online. Und ja, ich werde mir jetzt mal das Zeugs auswaschen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Hallo! Ich möchte nicht gefüllt werden. Akkus fast alle. Mm. Wir stehen jetzt hier in unserer ultra teuren Hochglanzküche und werden jetzt Schweinelachsbraten machen. Wir haben sonntags 10.12 Uhr und jetzt ist die richtige Zeit dazu. Ich werde jetzt erstmal hier das Suppengemüse schnibbeln. Die habe ich gestern schon leer gemacht. Hab ich gesehen. Und werde das in die Auflaufform tun. In der Zeit wird Palter den Braten anbraten. Salzen und pfeffern und übertreibt nicht mit dem Pfeffer. Oh doch. Nein, ich meine das ernst. Ich meine es auch. Dann dreht er den Schaf von allen Seiten an und dann kommt er in die Auflaufform mit Wasser und dem ganzen Gemüsezeugs und kommt in den Ofen. Lass das! Hier, der Braten ist jetzt in der Auflaufform. Ich habe da jetzt 800 ml Wasser zugegeben und er wird ihn jetzt in den Backofen tun. So kann das Alltagsleben dann auch mal aussehen. Yay! Und bevor ihr nun fragt, ich kann euch nicht erzählen, warum ich hier sitze und heule. Es ist einfach so, ich habe Streit mit Palter. Und er versteht meine Ansichten halt irgendwie nicht. Und das regt mich gerade tierisch auf. Und deswegen sitze ich im Bad und heule. Ich höre Musik dabei. Und mir fällt gerade durch die Kamera auf, dass ich schon echt viel Silbershampoo benutzt habe. Seht ihr diesen lila Schimmer? Irgendwie gefällt mir das ja ganz gut. Aber der Ansatz nimmt das halt nicht ganz so an. Also es wird zwar weniger gelbstichig, also da war ja sowieso nicht mehr so viel Gelbstich, aber man sieht halt den Übergang, ne? Und das nervt ein bisschen. Aber sonst finde ich es eigentlich ganz schön. Nein. Ich bin zu Hause! Und so sieht das Schüttern auf dem Teller aus. Ich habe mal angefangen, meinen Schminktisch ein bisschen aufzuräumen. Also jetzt steht er auch wieder voll. Aber das sind alles die Produkte aus dem Wanderpaket, was ich behalte. Das will ich jetzt mal alles so einräumen. Und ich hatte ja den Anti-Pickel-Stift von Essence aus dem Wanderpaket behalten. Der hat ultra schlecht gerochen. Und deswegen habe ich ihn jetzt auch weggeschmissen. Und ja, ich habe ein Paket fertig gemacht für die liebe Mirja. Dann habe ich noch ein paar Sachen in das Paket für Lara gesteckt. Und ich habe den Gewinn von Aska fertig gemacht. Palter ist am Zocken. Und ich werde jetzt mal weiter aufräumen, Nagellack ein bisschen aussortieren. Und dann eventuell demnächst mal ein Nagellack-Wanderpaket starten. Aber mit wirklich klaren Regeln und ne, damit überhaupt kein Malheur passieren kann. Mal was? Malheur! Nicht, dass ich mich hinterher wieder aufrege.
Der gute Palter lernt gerade wieder für einen Führerschein und er hat gefragt, ob das hier eine Frage für Amish-Leute ist. Ja. Weißt du denn noch die richtige Antwort? Ich dachte bestimmt, die haben hier Blinker? Keine Ahnung. Alles drei. Also alles drei kann möglich sein. Gut, wissen wir Bescheid. Hätte ich nicht gedacht. Oh, sie möchten eine Pferdekutsche auf einer Landstraße holen. Wie verhalten sie sich? Ich hole möglichst wenig Lärm. Großen Seitenabstand. Sie möchten eine Pferdekutsche auf einer Landstraße. Wie verhalten sie sich? Haben wir gerade gelernt. Sie fahren auf einen langen Fahrrad hinter ihnen. Keine Fahrzeuge. Jetzt sieht man das mit dem lila Stich sogar noch ein bisschen besser, finde ich. Ich wollte mich auch eigentlich nur für heute von euch verabschieden. Wir haben mittlerweile schon 10 vor 11. Ich habe gerade mal alle Dateien auf dem Laptop gemacht und werde jetzt ein bisschen an dem Abo-Special rumschneiden. Ich hoffe, ihr erwartet da nicht zu viel. Und ja, danach werde ich eine Runde WoW spielen. Also ich werde nur, ich weiß noch nicht, wie viel das zu schneiden ist, wie viel Aufwand das ist, aber ich werde nur, habe ich mir vorgenommen, eine Stunde schneiden. Und dann werde ich zocken. Ja, weil ich schneide einfach in letzter Zeit viel zu viel und wofür habe ich mir das WoW-Abo gemacht, wenn ich es dann doch nicht spiele, ne? Kostet immerhin auch 13 Euro im Monat. Ups, ja, Kamera hängt am Ladekabel, genau. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach morgen. Wunderschönen guten Montag, liebe Alltagsleben-Anhänger. Wir haben mittlerweile schon 10:45. Ich bin vor einer Stunde 15 aufgestanden. Echt gute Leistung, 5 Stunden geschlafen. Und ja, ich hatte dann jetzt schon ein einstündiges Telefonat mit Jule. Dann habe ich kurz mit Mirja, was mir gefällt, bei WhatsApp Sprachnachrichten gemacht. Und jetzt war ich Zähne putzen und so. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt zocken werde oder ob ich was fürs Abo-Special aufnehmen werde. Ich glaube, ich mache jetzt mal den Laptop an. Und dann gucke ich erstmal, wie viele Abos ich gerade habe. Machen wir es so. Wenn ich 996 Abos habe, dann werde ich das Abo-Special machen. Und wenn ich unter 996 habe, dann werde ich zocken. Das habe ich nämlich gestern nicht mehr gemacht. Das habe ich euch ja dann gar nicht erzählt, ne? Ich habe nämlich gestern Abend geschnitten, habe dann meiner lieben Coach-Schwester geschrieben, um 0:09 Uhr, glaube ich, dass ich eine Stunde lang schneiden werde und dann wirklich aufhören werde und zocken werde. Und dann schrieb sie mir dann um 1:09 Uhr, du musst aufhören zu schneiden und die Stunde ist um, bla bla. Und total niedlich. Und dann, ja, aber ihr könnt euch ja vorstellen, ich saß bis heute Morgen um 3:30 oder so an dem Video und dann hatte ich zwischenzeitlich noch ein paar Kommentare beantwortet und dann stand Palter ja schon um 3:45 auf und dann bin ich eh weg von dem Laptop und ja, mir fehlen halt noch so ein paar viele Minuten und keine Ahnung, ich weiß nicht. So, ich muss jetzt erstmal hier Passwort eingeben, eigentlich auch total schwachsinnig, ne? Wir nehmen den Laptop nie irgendwo mit hin. Aber haben ein Passwort. Ja, aber wer weiß, ob er nicht vielleicht irgendwann mal geklaut wird, ne? Und ja, jetzt ist er hochgefahren. Jetzt können wir dann gucken, wenn er dann sofort lädt. So, YouTube lädt gerade. Ja. Wir haben 993 Abos, also es fehlen 3 Stück. Das heißt, ich werde jetzt zocken. Auch, ich muss sagen, mir fällt das unheimlich schwer, jetzt was anderes zu machen, obwohl ich weiß, ich müsste dieses Video mal fertig machen. Aber ich finde auch, man muss einsehen,
Also ich muss einsehen, dass ich nicht immer nur YouTube machen kann. Ich muss auch mal was anderes machen. Also mir macht YouTube Spaß, gar keine Frage. Ich glaube, ich bin auch mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich sage, dass YouTube mein Job ist. Auch wenn ich dafür nicht bezahlt werde. Also man kriegt ja schon Geld dafür. Ich glaube, das habe ich auch im letzten Weekly Vlog angesprochen, aber das ist nicht viel und es ist auch nicht monatlich. Also es kommt immer darauf an, wie deine Videos halt geguckt werden. Und ja, aber ich würde schon sagen, dass es sich zu einem Job entwickelt hat, aber ein Job, der Spaß macht. Und das ist doch die Hauptsache, dass man bei seinem Job Spaß hat, oder nicht? Und es gibt ja auch Leute, die ehrenamtlich arbeiten gehen. Danke, Kommentierfried, für dieses Beispiel. Es gibt ja auch Leute, die ehrenamtlich arbeiten gehen und die kriegen kein Geld dafür. Und ich mache halt YouTube. Aber ich glaube, es wäre vernünftig, mal ein bisschen weniger zu machen. Weil gerade jetzt, wo ich das WoW-Abo habe, ja, ich bezahle jeden Monat 13 Euro dafür. Und dann habe ich mir jetzt noch die Erweiterung gekauft. Die kommt, wann? Moment, ich mache den Kalender auf. Die kommt nächste Woche Dienstag. Und dann werde ich auf jeden Fall zocken. Und ja, ich muss einfach mal lernen, dass es auch noch andere Dinge gibt, mit denen ich mich beschäftigen kann. Und dass, wie soll ich das sagen? Dass ich mich nicht nur immer dahinsetzen kann und schneiden kann. Weil das nimmt schon echt viel Zeit in Anspruch. Ich mache das nicht, wenn Palter da ist. Also wenn Palter zu Hause ist, wenn er von der Arbeit kommt, dann mache ich das nicht. Und auch nicht, bevor er ins Bett geht. Ich fange immer erst abends an, wenn er ins Bett geht, und dann schneide ich meistens die Nacht lang durch. Ich kann mich an fast keine Nacht erinnern, wo ich einfach mal nichts gemacht habe, wo ich einfach nur da gelegen habe und unter uns oder so geguckt habe. Ich habe, glaube ich, 3 Wochen lang alles, was zählt, und GZSZ-Aufnahmen, wo ich einfach nicht dazu komme, die mal zu gucken. Klar, wenn ich mal einen Abend nicht schneide, dann ist aber irgendwas anderes, ja, keine Ahnung. Dann bin ich müde und gehe früh schlafen oder weiß ich nicht. Ich kommentiere Kommentare oder irgendwie sowas eben. Es ist klar, gibt's auch Abende, wo ich hier sitze und nur Netflix gucke, aber das ist schon echt selten geworden. Und am Wochenende, da schneide ich auch kaum, fast gar nicht. Weil mir die Zeit dann halt wichtiger ist mit Palter. Ja, und jetzt habe ich schon wieder viel zu viel Müll gelabert wegen YouTube und Schneiden und hast nicht gesehen. Alles Sachen, die euch wahrscheinlich gar nicht interessieren. Deswegen werde ich jetzt hier mit diesem Gelaber aufhören und werde zocken. Ich muss mir noch irgendeine Lösung dafür überlegen, was ich mit meinem linken Arm mache, weil den einfach nur so, Moment, ich zeig's euch, hier so hängen zu lassen. Das nervt, ne? Das tut dann irgendwann im Arm weh, aber ich brauche die Hand ja für WASD. Und ja, keine Ahnung, was ich da mache. Ich könnte den Tisch abräumen, den Laptop in die Mitte stellen und dann hätte ich genug Platz, aber so ein Schwachsinn. Irgendwie nerven mich die FPS. Es sind nämlich nur 23 gerade. Ich fliege jetzt mal ein bisschen durch die Gegend und dann gucken wir uns das mal an. Es steigt auch schon mal auf 26 oder so, aber ich hätte schon gern ein bisschen mehr. So 40, 50. Ich meine, es hängt nichts, ich brauche mich eigentlich nicht beschweren. Latenz ist auch in Ordnung. Und Latenz ist mehr als in Ordnung. Standort 23, Welt 26, also die ist echt perfekt. Für alle Leute, die nicht wissen, wovon ich rede gerade von meinen WoW-Sachen. Und ich musste ja neu skillen, Freunde. Also ich musste alle meine Talente neu vergeben. Und ich war da schon immer Noob drin. Ich habe mir immer irgendwelche Guides im Internet angeguckt und ich habe dann die Tage gegoogelt und habe es jetzt einfach mal so gemacht, wie ich es gefunden habe. Ich habe sowieso voll die scheiß Rüstung, glaube ich. Meine Gegenstandsstufe ist 703. Ich weiß gar nicht, was aktuell die höchste ist. Und ja, ich habe auf jeden Fall irgendwie geskillt und ich gucke dann auch immer wegen Rotation. Und habe dann halt alles auch so unten in die Leiste gepackt, aber ich bin absolut nicht damit zufrieden. Und wir waren gerade, ich war gerade in der Ini. Und keine Ahnung, ich war sowieso noch nie die Beste und es war mir auch immer scheißegal. Aber das ist gerade total die Umgewöhnung.
Und ich komme irgendwie nicht klar. Ich zeige euch mal meinen Skillbaum-Gedöns. Und falls wir irgendeinen WoW-Nerd da draußen haben, der uns zuguckt, schreib mir doch mal in die Kommentare oder von mir aus auch woanders, wenn du keinen YouTube-Kanal hast oder so. Also, ne, du musst ja einen Kanal haben, um mir zu schreiben. Schreib mir gerne mal, ob das so okay ist, wie ich geskillt habe. Und ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich anders fragen sollte. Ich zeig's euch mal. Hier, wie ihr sehen könnt, ich habe es jetzt so gemacht, wie ich es halt im Internet gefunden habe. Und hier die Rotation. Und ja, hier habe ich halt auch noch so ein bisschen Zeugs hier an der Seite, ne? Aber ich habe das Gefühl, es ist ultra wenig geworden. Ich hatte früher die ganze obere Leiste. Ich hatte vorher das hier auch noch alles voll. Was denn? Ich meine, klar, es kommt ja jetzt noch durch Legion noch einiges hinzu. Aber ich bin mir halt nicht so sicher, ob das hier so die beste Möglichkeit zu skillen ist. Und als ich dann die Tage wieder angefangen habe, musste ich doch tatsächlich Walli anschreiben. Walli war damals meine Gildenleiterin und die sind aber alle auf einen anderen Server getranzt. Und ja, mir ist das Geld halt zu schade, ne? Ich wollte mir da eigentlich mal einen Priester hochleveln, aber habe ich dann auch irgendwie nie gemacht. Und ich habe nicht mal meinen Priester auf meinem Server hier hochgelevelt. Der gammelt immer noch irgendwie bei 90 oder so. Und deswegen spiele ich halt die ganze Zeit meinen Paladin. Und ich musste Walli anschreiben, weil ich habe gedacht, ich wäre bekloppt. Ich habe diesen Reiter da nicht gefunden, um zu gucken, was ich jetzt für neue Glyphen brauche, beziehungsweise wo ich Glyphen einsetzen kann. Und ich denke mir so, Alter, bist du bekloppt? Wo ist das denn? Und dann habe ich Walli angeschrieben. Ich sag mal, du, gibt's keine Glyphen mehr? Und sie so, nein, und bla bla. Und ich sehe aber was mit Inschriftenkunde, ja. Ich hatte das mit meinem Priester als Beruf. Ja, die machen halt andere Dinge jetzt, ne? Ja. Jetzt werde ich auf jeden Fall mal umloggen, mir das mal umgucken. Vielleicht mache ich danach noch eine Ini mit meinem Parler. Mit meiner Liebesgöttin Wurstfrau. Und ja, ich höre dabei Musik über den Fernseher. Ich lasse einfach durchlaufen auf YouTube. Gerade läuft Sammy Deluxe Haus am Meer. Meer mit EHR. Und ja, mehr gibt es gerade nicht zu berichten. Wir haben mittlerweile schon 2 Uhr. Und ich denke, ich werde bis 2:30 spielen und dann werde ich mich trotzdem mal in das Video setzen, weil es einfach viel einfacher ist. Ich muss noch was aufnehmen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das überhaupt ins Video kommt. Und das ist halt, ja, einfacher, wenn Palter nicht da ist, weil ich dann halt so laut reden kann, wie ich möchte. Okay, ich habe mir das jetzt hier mal angeguckt mit meinem Priester. Also Inschriftenkunde. Und wieso zur Hölle kann man denn noch Glyphen herstellen, obwohl man gar keine mehr braucht? Muss ich das verstehen? Ich kann doch irgendwie nur noch 3 Paladin-Glyphen. Warum kann man die überhaupt noch herstellen? Verstehe ich nicht. Okay, ich glaube, das sind nur so... Ja. Das sind nur so Glyphen, die eigentlich kein Mensch braucht, ne? Zum Beispiel hier beim Paladin Schwingen der Vergeltung benutzt... Benutzen euer Zauber zornige Vergeltung, stellt 4 Schwingen dar. Okay, die kann man dann anscheinend wohl doch noch irgendwie gebrauchen. Also ich blick da echt nicht durch momentan. Ja. Aber ich habe ja noch eine Woche Zeit, bis Legion kommt. So, Freunde, der gute Palter ist wieder da. Da ist er. Hier, hi, zeig dich. Oh. Wir müssen jetzt einkaufen. Ich habe keine Lust. Aber was muss, das muss, ne? Ich habe die Kamera übrigens nicht mit zum Einkaufen genommen, weil es am Regnen ist. Total ätzend. Ich bin schon froh, wenn das endlich irgendwann mal ein Ende hat. Und jetzt bin ich ein bisschen durch Facebook am Scrollen und habe einen Beitrag von N24 gesehen. Junge Kiffer setzen ihre Intelligenz aufs Spiel. Keine Ahnung, es geht irgendwie darum, dass wenn man schon unter seinem 16. Lebensjahr Marihuana konsumiert, dass... das Gehirn sich nicht so schnell entwickelt oder gar nicht so weit entwickelt wie das von Leuten, die erst nach ihrem 16. Lebensjahr kiffen. Und dass der IQ dann halt schlechter ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich übermäßig intelligent bin, aber ich bin noch nicht dumm. Und
Ich habe als Teenie natürlich auch mal an einem Joint gezogen. Gibt bestimmt viele, die das gemacht haben. Und ich habe es auch als Nicht-Teenie gemacht. Heute würde ich das, glaube ich, nicht mehr machen. Ich glaube, ich habe das erste Mal gemacht, wie ich 12 oder 11 war. 11, 12, 13, keine Ahnung. Und meinem Kind würde ich das Ding, glaube ich, um die Ohren schlagen. Na? Na? Was geht? Nix. Und bei dir? Auch nicht. Setz dich nicht auf das Ladekabel. Doch, zu spät, habe ich schon. Was lauscht? Nix. Nicht. Dann mach die Kamera bitte aus. Dieses T-Shirt ist von 2006 und er will es einfach nicht wegschmeißen. Ja, warum? 2006. Nur weil das alt ist, muss man es nicht wegschmeißen, oder schmeiß ich dich weg? Bin ich alt? 1990? Das ist 2006. Ja, und? Ja. Hallo? Du hast 30 Millionen T-Shirts, ja? Und so ein T-Shirt von 2006... Das hat mal Geld gekostet. Entschuldigung, dass ich bitte aus einer Generation komme, nicht so wie du aus einer Wegwerfgesellschaft. Sicher. Ja. Nur weil T-Shirt alt ist. Du hast ungefähr... Das ist Vintage. Du hast ungefähr 30 T-Shirts, ja? Ungefähr 30 T-Shirts. Und davon könntest du doch wohl ein bisschen mal was aussortieren. Das hat Geld gekostet. Das ist doch noch gut. Denk doch mal nach. Das hat Geld gekostet. Ab wann soll man deine T-Shirts wegschmeißen? Deine 3 Jahre? 2 Jahre? Nee, aber das könnte man mal so langsam wegschmeißen. Hier, guck dich das an, der Aufdruck, der ist ja schon völlig ranzig. Das ist Vintage. Dafür bezahlen die Leute heute Geld. Ja. Patrick, der Geizige. Was hat denn mit Geiz zu tun? Für zu Hause reicht es doch noch. Ja, du hast genug T-Shirts für zu Hause. Ja, bloß das. Du ziehst immer dieselben T-Shirts an. Was zum Beispiel mit den Bud Spencer T-Shirts, die ich dir geschenkt habe? Die ziehst du fast nie an. Ja, weil das Erbstücke sind. Erbstücke. Die bedeuten mir was, das bedeutet mir nichts. Deswegen kann ich mir hier das frei anziehen. Geh auf Fleisch schneiden. Ja, weißt du nichts mehr, oder? Damit hast du jetzt nicht gerechnet, oder? Dir bedeutet doch, als würde dir ein T-Shirt was bedeuten. Natürlich, wenn es für dich ist. Bisschen Schleimer. Wie einfach so? Gar nicht. Jawohl. So. Lecker. Es gibt Gulaschsuppe mit Pommes frites. Und Erbsen. Nein, da drunter ist noch Schnitzel. Ja, und ich habe Pilze. Ja. Ja. Wo verraten wir jetzt nicht? Voll lecker. Ich freue mich sehr. Na guck. Und wir gucken einen Film. Es ist Montag und wir haben RTL 2 an. Das heißt, wir gucken Traumfrau gesucht. Ich habe eben ganz todesmutig eine Spinne da an die Wand geklatscht mit einem Schuh. Ich hatte eigentlich erst Angst. Und dann bin ich nochmal schnell rüber zu Palter. Der war nämlich schon im Bett. Und er wollte aber nicht nochmal aufstehen. Er meinte, ja, lass die doch. Und ich sage, hallo, die ist so ein Stück über der Couchlehne. Ja, aber die fängt doch die Mücken. Und ich sage, nö, ich klatsche jetzt an die Wand. Ich sage, es ist mir egal, wie das aussieht. Aber ich habe Gott sei Dank alles weggekriegt. Und was ich euch eigentlich zeigen wollte, es gibt jetzt auch kleine Rockstar-Dosen. Und die sind so, sind die nicht süß? Ich hole mal noch zum Vergleich eine große. Hier. Oh, wie kann ich euch das denn jetzt zeigen? Hier, kann man sehen. Voll süß. Musste ich mir natürlich direkt, ich Verpackungsopfer, eine mitnehmen. Und ich werde jetzt auch die kleine hier trinken und dabei werde ich das Abo-Special schneiden. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich das genau machen werde, aber es wird schon. Und ich bin immer noch total begeistert von meinen Nägeln. Finde ich irgendwie richtig schön. Eigentlich wollte ich die jetzt auch mal lackieren, aber ich werde es ja wahrscheinlich eh wieder nicht machen. Und ich habe den Kühlschrank offen stehen lassen, weil ich euch die Dosen zeigen wollte und keine Ahnung, ich bin einfach schnell zur Kamera gerannt. Ja, total wirrwarr, aber ich erkläre den Montag hiermit für beendet. Dienstagmorgen, 10 nach 10 und ich könnte schon einen Mord begehen. Boah, ist ätzend, ey. Gerade hat die Postbotin geklingelt.
Dabei hatte die nur einen etwas anderen. Ja, ich zeig's euch. So, die hatte diese beiden Teile hier. Und. Entschuldigung, und einen Brief dazu. Und das hätte locker nochmal dasselbe in unserem Briefkasten gepasst. Und was macht sie? Sie klingelt hier. Und dann musste ich runtergehen. Ja, und jetzt bin ich wach. Ich glaube, ich rauche mir jetzt eine und stöber so ein bisschen im Internet und dann lege ich mich nochmal hin. Es war eindeutig zu wenig Schlaf bis jetzt. Eine erfreuliche Nachricht habe ich vielleicht noch, bevor ich mich wieder schlafen lege. Am Freitag kommen endlich die Couchfüße. Yay! Oh mein Gott, ich habe auf der Seite gelegen. Ja, ich bin wach. Es ist Sonnenschein draußen. Irgendwie gefällt mir das gerade, dass schön das Wetter ist. Ich werde jetzt kurz am Handy gucken und meiner Coach-Schwester antworten. Gucken, wie viele Abos ich habe. Und was ich euch erzählen wollte, ich glaube, ich habe so einen richtigen Hater. Ja. Bei mir hat nämlich letztlich jemand was kommentiert. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, was oder so. Also welches Video. Ich kann euch aber sagen, was die Person geschrieben hat. Er schrieb sie von wegen, boah, du fette Kuh, du lispelst und bla bla bla. Und dann schrieb sie, ja, wenn ich das jetzt sage, dann wisst ihr, welches Video das ist und so. Weil das Kommentar habe ich nicht gelöscht, das nächste. Und jetzt, das sage ich euch jetzt einfach nicht. Und das dritte Kommentar, dass ihr euch nicht schämt, so assi rumzulaufen. Ja. Also, das ist ein ganz normales Follow Me Around und ich weiß nicht, was daran assi ist, wie wir rumlaufen, aber wenn du Bock darauf hast, uns zu haten, dann mach das. Ich find's lustig und lass dir doch mal irgendwas Cooleres einfallen, ja? Nicht irgendwie sowas Einfaches und meinst du, diese ganzen Beleidigungen habe ich noch nie gehört? Also, wie hobbylos muss man sein? Mein Douglas-Paket ist angekommen und Freunde, erschlagt mich nicht. Ich will einen Haul drehen, aber ich weiß nicht, wann dieses Video jemals online kommen soll. Weil ich halt den ganzen September schon geplant habe und Oktober auch schon so halb und ja, ist ja auch egal, oder? So ein Haul kann man da auch vordrehen, oder? Haul-Tags kann man vordrehen, solange Follow-Me-Around, Vlogs, Ankündigungsvideos, Laber-Videos, sowas sollte aktuell sein, oder? Wie seht ihr das? Schreibt das mal in die Kommentare. Und ich werde jetzt antworten und dann werde ich ins Bad gehen. So, Haare sind gewaschen und ich habe gerade auf Facebook gesehen, dass DM Tester für Wirsing-Chips sucht. Habe ich mich direkt mal beworben. Will ich nämlich unbedingt mal probieren, aber mir sind die einfach viel zu teuer. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt mal beworben, mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass ich Glück habe. Bei DM habe ich, glaube ich, ein paar Mal mitgemacht, wenn die einen Produkttester suchen. Einmal hatte ich Glück und da konnte ich ein Bruno Banani Parfüm testen, was ich eh schon kannte. Ich glaube, das habe ich dann meiner Schwester gegeben oder, keine Ahnung, irgendjemandem von euch. Und ja, wir haben jetzt 2:05. Ich warte jetzt auf Palter und dann muss ich nachher Essen machen. Ich weiß noch nicht, was es gibt, ob gebratene Nudeln oder Pfannkuchen oder so. Auf jeden Fall irgendwas Schnelles. Der Herr muss ja heute wieder zur Fahrschule. Und eigentlich wollte ich, dass er mir die Kamera hier lässt, weil ich heute Abend ein Video drehen wollte, wenn er nicht da ist. Aber ich glaube, ich gebe ihm die Kamera einfach mit und drehe Videos, wenn er wieder da ist, wenn er pennen ist. Und ja, was gibt's noch groß zu sagen? Eigentlich gar nichts. Ich habe keinen Bock mehr, meine Haare föhnen zu gehen. Und guck mal, ich habe schon wieder so einen kleinen Ansatz. Das ist total nervig. Gerade mal knapp 1,5 Wochen her, dass wir Haare gefärbt haben und schon wieder Ansatz. Nichts dran zu ändern. Ja, Pickel habe ich ausnahmsweise mal keine. Und mir schrieb ja irgendwer unter dem letzten Vlog, dass meine Pickel daran liegen würden, weil ich mich so ungesund ernähre. Nein, liegen sie nicht. Dann hätte ich ja ständig solche Pickel. Und ich hatte auch vorher das Problem nicht. Und keine Ahnung, man kann auch einfach so mal Pickel kriegen, ne? Und sich darüber aufregen.
Oh mein Gott, Freunde, 999 Abonnenten. Habe ich gerade aus Zufall gesehen. Eigentlich nur, weil ich euch was vorlesen wollte. Deswegen gucke ich auch gerade runter. Entschuldigt das. Muss mal eben gucken, wo das Kommentar ist. Okay, ich habe das Kommentar gefunden. Hallo Moni, habe gerade auf Instagram geschaut und ein paar Bilder zu einem Thema entdeckt, welches mich total interessiert. Viele Bekannte kiffen und ich habe irgendwie total Respekt davor. Hast du Respekt davor, weil du Angst davor hast? Ja, ne? Also so würde ich das jetzt deuten, sonst wüsste ich es auch nicht. Würdest du mal darüber berichten, wie sich das anfühlt, ob es gefährlich ist und über deine eigenen Erfahrungen? Würde mich sehr interessieren. Ich habe jetzt lange überlegt, was heißt lange, so einen guten Tag, ob ich, also einen halben Tag eher, weil ich erst heute Nacht geantwortet habe auf das Kommentar, ob ich dazu was sage. Und ich bin der Meinung, ein eigenes Video dazu lohnt sich nicht. Und deswegen werde ich das jetzt einfach mal hier in diesem Weekly Vlog tun. Also eins mal vorweg, ich konsumiere kein Marihuana, kein sonst irgendwas. Ich rauche nur illegale legale Kräutermischung. Und ja, wie fühlt sich das an, high zu sein? Ja, ich kann dir das nicht beschreiben. Es gibt viele Phasen des High-Seins. Also mich muntert das auf, ich kriege gute Laune davon. Man kann davon super gut und schnell einschlafen, wenn man so richtig gechillt ist. Es gibt aber natürlich auch negative Seiten, wo ich sagen muss, ich habe die noch nicht so festgestellt, so krass, wie es mir erzählt worden ist. Ich habe eine Freundin, die kennt Leute, die von dem Zeug richtig aggressiv werden. Und wie gesagt, ich habe das noch nicht erlebt, sie aber. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal so gesagt, weil es gibt ja immer zwei Seiten einer Medaille. Was ich noch einwerfen möchte, man kann natürlich süchtig davon werden. Deswegen überlegt euch fünfmal, ob ihr damit anfangen wollt oder nicht. Mein Konsumverhalten, dazu seht ihr gleich nochmal was. Ich kann nur so viel sagen, ich wäre beinahe mal davon abhängig geworden. Ich habe aber selbstständig die Notbremse gezogen. Ich glaube aber, dass das nicht jeder kann. Und deswegen seid immer schön vorsichtig. Weiter im Video. Und wie sagt man so schön, high sein ist frei sein. Und so fühlt sich das auch an. Man ist einfach ultra relaxed. Und ja, ich kann euch das nicht richtig beschreiben. Also wenn von euch schon mal jemand high war, dann schreibt doch mal, wenn ihr das möchtet, in die Kommentare, wie ihr euch dabei gefühlt habt. Bei mir ist es meistens so, dass ich danach einen richtigen Fressflash kriege und dann esse ich auch gerne mal eine Tüte Chips und eine Tüte Nicknacks und von mir aus auch noch drei Kinderriegel oder so, keine Ahnung. Ja, das esse ich dann auch alles mal auf einmal, aber es gibt auch genauso Tage, da fresse ich dann nicht so viel, sondern bin einfach nur lustig drauf, habe einen Laberflash oder lache ultra viel, auch über den dümmsten Scheiß und ja, so fühlt sich das irgendwie an. Also man kann das nicht genau beschreiben und ich finde auch, Marihuana sollte legalisiert werden, denn wenn Marihuana legalisiert wird, dann gibt es einen kontrollierten Verkauf und weniger Dealer, die den auch anderen Scheiß andrehen können, ja. Und dass die Leute immer sagen, Marihuana wäre eine Einstiegsdroge, halte ich für völligen Schwachsinn. Aber Palter hat gesagt, er denkt, Marihuana ist eine Einstiegsdroge, solange es illegal ist, weil du halt bei deinem Dealer auch andere Sachen bekommen kannst. Und nein, Palter trinkt kaum Alkohol, er raucht keine Zigaretten und er nimmt auch sonst nichts zu sich, falls ihr das jetzt fragen wollt. Und was ich ab und zu mal noch so habe, ist, dass ich so ein bisschen paranoid werde. Ich höre Sachen, die ultra leise eigentlich sind. Ich bin ja sowieso immer so ein bisschen paranoid, ne? Manchmal schließe ich meine Wohnungstür ab und all so ein Shit, weil ich irgendwie Angst habe, dass hier jemand einbricht. Und in solchen heilen Momenten ist es dann halt ein bisschen verstärkt. Aber sonst kann ich euch nichts Schlechtes darüber berichten. Aber das ist natürlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und
lasst die Finger davon, solange ihr noch keine 18 seid. Mit 18 seid ihr volljährig und könnt tun und lassen, was ihr wollt, aber macht es davor nicht. Und ja, das sind so meine Sachen, die ich dazu sagen kann, ja. Und wie ihr merkt, mir ist es auch extrem schwer gefallen, überhaupt irgendwas dazu zu sagen. Ja, ich warte jetzt auf Palter. Ich glaube, ich gehe jetzt schon mal ins Bad, mache mir Hitzeschutz in die Haare und käme schon mal. Und ich wollte mich unbedingt nachher noch ein bisschen auf den Balkon setzen, ein bisschen Sonne genießen. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist, ja? Bin ich krank, dass ich Sonne genießen will? Es gibt Bambussprossenauflauf. Genau. War natürlich ein Spaß. Heute gibt's gebratene Nudeln mit Ei. Ja, und vielen Gewürzen. Genau, und das Steelbook Amazon-Schnäppchen von Krampus ist da. Der gute Palter ist jetzt auf dem Weg in die Fahrschule und hat die Kamera mitgenommen, obwohl ich eigentlich Videos drehen wollte, aber das mache ich dann später. Ich sitze jetzt endlich auf dem Balkon. Ich war schon duschen und was ich noch sagen wollte zum Thema Kiffen und so, ich mache das nicht regelmäßig, weil ich hier einfach niemanden kenne, wo ich an Legal Highs drankomme. Und ja, deswegen mache ich es nicht regelmäßig. Ich würde es aber wahrscheinlich regelmäßiger tun, wenn ich jemanden hier kennen würde. Es ist Dienstag, also Fahrschulzeit. Ich bin auch schon fast da, bin ein bisschen Zeitdruck, weil ich muss ja noch zur Sparkasse. Also ich war schon bei der Sparkasse, konnte das holen. Zur Post muss ich. Edeka muss ich auch noch und dann muss ich mich noch auf die Fahrstelle konzentrieren. Eigentlich eine undingende Unmöglichkeit, aber ich schaffe es irgendwie. Ich wurde freundlicherweise aus dem Haus gejagt mit den Worten, benimm dich. Wenn man sowas hört, was? Bin ich ein schlechter Mensch? Wer bin ich? Bin ich ein schlechter Mensch? Benimm dich. Will man so etwas hören? Nicht, ich liebe dich, pass auf dich auf, sondern benimm dich. Das tut weh. Wir haben spitzen Affentitten geiles, darf man Titten sagen, Wetter. Jemand kommt. Oh, haben die mich jetzt erschrocken? Ja, war nur so Gören auf dem Fahrrad, Fenster. Also wir haben geiles Wetter, es ist warm. Also ich schwitze schon, obwohl ich jetzt nur hier 5 Minuten Fahrrad gefahren bin. Aber die Kondition, mit dem Alter kommt das, glaube ich. Wie dem auch sei, jetzt gehe ich zur Post und verlange da so ein... irgendein Einschreiben. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Aber ich habe es auf dem Handy. Deswegen kann ich jederzeit nachgucken, wie das heißt. Ja, die Postfrau müsste mir einen noch kennen. Wir haben ja super Erfahrungen gemacht mit dem Saturn-Scheiß. Ich hoffe, der kommt diese Woche, was ich nicht glaube. Aber unsere Couchfüße ist da. Ey, auch nach 7, 6, 8 Wochen. Ein kleiner Erfolg. Die kommen wohl am Freitag. So, ich fahre jetzt weiter. Fahre zu der Post und bringe dieses eingeschränkte Einschreiben. Unbeschränktes Einschreiben. Es ist so warm. Ich habe Marienkäfer unterwegs gesehen. Mal so als Story. Und da ist eben ein Polizeiauto vorbeigefahren. Seitdem ich mit der Fahrschule mich beschäftige, habe ich gemerkt, oder man lernt so schnell, dass die Fahrradfahrer und die Fußgänger eigentlich immer Vorrang haben. Also muss immer aufpassen. Und deswegen kann ich mich jetzt auch, benehme ich mich jetzt auch anders im öffentlichen Straßenverkehr. Also ich fahre jetzt auch mitten auf Straßen, obwohl da so ein Gehweg da ist. Die müssen ja eh Rücksicht nehmen. Ich genieße die Freiheit jetzt zu wissen, dass ich safe bin. Außer wenn es mich natürlich erwischt, was es natürlich nicht wird, weil eine Legende stirbt nicht. Es kommt mir wieder ein Fahrradfahrer entgegen. Er sieht ein bisschen aggro aus. So. Ich muss mich gleich verteidigen. Ich gebe mich mal in den Verteidigungsmodus. Wir sehen uns. Auf dem Rückweg filme ich mich natürlich ein bisschen mehr. Jetzt einfach nur so ein kurzes Statement. Ich bin gerade wieder reingegangen. Ich habe gerade noch mit Michelle ganz kurz telefoniert und... ja, sind auch nicht mehr so die Mördergespräche, die wir da führen. Das ist einfach nur so Smalltalk und keine Ahnung was. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich das Gefühl habe, ich hoffe, dass das Video bis hierhin schon lang genug ist, damit das mein Vater nicht mitkriegt. Dann habe ich ihr gesagt, dass ich glaube, dass unser Vater sich nicht über mein Geschenk gefreut hat, beziehungsweise über das von mir und Palter. Wir haben ihm ja die Bud Spencer-Doku geschenkt, die wir auch haben und ich war der Meinung, dass mein Vater Bud Spencer und Terence Hill Filme guckt und dass meine Erzeugerin mir auch irgendwann mal gesagt hat, welches dieser Filme früher sein Lieblingsfilm war und so.
Und er hat aber zu, also mein Vater hat aber zu meiner Schwester gesagt, ja, Gott sei Dank geht die Doku nur 50 Minuten, denn länger ertrage ich den Typen nämlich nicht. Ja, und als Michelle mir das eben gesagt hat, war ich schon ein bisschen down und musste aufpassen, dass ich nicht anfange zu heulen. Ich meine, wenn meinem Vater das nicht gefällt, dann hätte er auch was sagen können, oder nicht? Er ist doch ein erwachsener Mensch. Mann, Mensch, Mann, Mensch. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und, ja, ich werde jetzt ins Bad gehen, werde mir die Haare glätten und dabei weiter laut Musik hören. Und ich höre momentan voll gerne ein Lied von Samy Deluxe, aber ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Ich blende euch das mal hier ein. Und ja, ich mache mir dann mal so langsam schon Gedanken über einen Hashtag. Vielleicht lasse ich auch Palter diesmal wieder einen aussuchen. Mal gucken. So, die Theoriestunde Nummer 2 ist um. Es ging um, was ging es eigentlich? Andere Verkehrsteilnehmer. Was sind andere Verkehrsteilnehmer? Zum Beispiel Busse, Bahnen, Autos, Fahrräder, Mopedfahrer und so ein Käse halt. Eigentlich auch nicht so schwer. Vieles allgemein. Das lässt sich eigentlich so durch allgemein, wie sagt man? Ich kann es überhaupt nicht sagen. Menschenverstand. Allgemein Menschenverstand. Sagt man das so? Kann man das sagen? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls kann man das so ein bisschen erklären, manche Dinge. Ja, ansonsten relativ unspektakulär. Donnerstag geht es weiter, dann ist Nummer 3 dran. Und es ist ein laues Sommernächtlein. Oh, ein Fahrradfahrer kommt entgegen. Ja, Flughafen hier. So, wir fahren weiter. Weil jetzt geht's nach Hause duschen, essen. Scheiße. Mal kein Mais, Sonnenblumen. Wie gesagt, eigentlich wollte ich eine andere Route zurücknehmen, aber das habe ich jetzt in der Eile der Zeit vergessen. Was soll ich da sagen? Wenn man mal muss, dann muss man mal. Die alten Schweine. So, die Frage des Tages war, beziehungsweise die Antwort des Tages war, es ging um Autos und welche Sicherheitssysteme heutzutage quasi serienmäßig sind. Und was antwortet die Dame rechts hinter mir? Elektrische Fensterheber. Weltklasse. Weltklasse. Also das war die Antwort des Tages. Dachte auch Mädchen, hau ab. Es wurde einmal drangenommen, was heißt drangenommen? Einmal musste ich, hatte mich gefragt, so eine Frage, was war, da waren so Kinder auf der Fahrbahn mit so einem Ball, beziehungsweise mit zwei Bällen und ich musste, worauf müssen sie sich einstellen oder worauf. Was könnte passieren sozusagen? A, dass die Kinder alle stehen bleiben. B, dass nicht alle Kinder die Fahrbahn verlassen. Oder C, dass, ich muss mal gerade hinten gucken. Oder C, dass ein Kind zurückläuft. Voll billig, ne? Also B und C natürlich. Ist ja logisch. Also, ich habe mich nicht blamiert. Ich konnte punkten. Das ist wichtig. Boah, hier ist ein Schnecken. Ich hasse Schnecken, ey. Also, ich hasse nicht Schnecken, aber wenn man die überfährt, ich versuche es zu vermeiden, die zu überfahren. Guckt euch die ekligen Biester an. Das ist eine Schnecke. Und das
größte Steigerung hier in Bielefeld. Aber wir können durchstarten. Also am Donnerstag versuche ich mal durch das Naturschutzgebiet zu fahren, wenn ich dran denke. Aber ich werde es hier vergessen. Seht es mir nach, wenn es nicht passiert. Also zurück, nicht hin. Hin ist ätzend. Los jetzt! Vogel müsste man sein. Oh. Sieht aus wie ein Meteorit, ey. Leute, ich muss dann hier mal die Scheiße gleich ab. Ich glaube, Frau Alltagsleben hätte nicht diese Tür benutzt. Der gute Palter ist dann jetzt im Bett und ich will Papiere einsortieren und Kontoauszüge und so. Und es hat sich ganz schön was angesammelt. Kontoauszüge habe ich schon seit Februar nicht mal einsortiert. Und ich glaube, Unterlagen glaube ich auch nicht. Ist nämlich übelst viel und ich habe hier voll das Haufensystem. Ich sortiere das jetzt alles ein und dann werde ich ein Video drehen. Da. Alles Papiere, die einsortiert werden wollen. Schande über mein Haupt. Ich habe überhaupt nicht erzählt. Wir haben 1000 Abos. Yay. Ich werde nachher versuchen, das Abo-Special, was ich nie machen wollte. Ich muss es einfach immer wieder erwähnen, weil ich selbst erstaunt bin, dass ich es gemacht habe. Ich werde es versuchen, nachher fertig zu schneiden und dann mal gucken, wann es das gibt. Morgen kommt nämlich die Degusta-Box, Donnerstag kommt die Brand-News-Box und irgendwann am Wochenende der Weekly-Vlog. Und ja, also ich werde es, glaube ich, raushauen irgendwann am Wochenende oder so, mal gucken. Auf jeden Fall vor dem Weekly-Vlog, denke ich. Ich denke, der Vlog kommt Sonntag, weiß ich aber noch nicht genau. Die Kontoauszüge habe ich alle einsortiert, yay. Mir fehlen aber 9 Stück. Muss ich die Tage mal in meine Handtasche gucken, die ist jetzt drüben im Schlafzimmer. Und ich werde dann jetzt mal anfangen, alle Papiere zu lochen. Richtig nervig. Das ist so eine richtige, weiß ich nicht, Strafarbeit, finde ich. Aber wenn man es immer direkt macht, wenn man Papiere hat zum Einsortieren, dann kommt es gar nicht erst so weit, ne? Ich habe das auch mal eine Zeit lang richtig gut drauf gehabt. Jedes Mal, wenn irgendwas kam, ich habe es direkt abgeheftet und so. Ich weiß gar nicht, warum ich das so habe schleifen lassen. Tja. Jetzt werde ich für den Fehler bezahlen.
Ich habe übrigens heute Mittag eine WhatsApp-Nachricht von Janina bekommen, meiner Friseurin. Die hat geschrieben: Moni, bald sind die 1000 Abos erreicht. Und dann hat sie so eine Art Interview gemacht. Ich lese es aber jetzt nicht alles vor, das ist voll viel. Sie hat so geschrieben: Frau Moni, wie werden Sie dann weitermachen? Wird der Palter als Nebendarsteller erhalten bleiben? Werden Sie expandieren? Habe gehört, da gibt es Gespräche, dass Palter für QVC-Artikel werben wird. Bleiben Sie Ihrer Sache treu? Und all sowas. Und fand ich irgendwie richtig niedlich. Dann habe ich gerade wieder so ein super tolles Kommentar unterm Food Diary gekriegt. Ich meine, ich erwarte überhaupt nicht, dass nur positive Resonanzen kommen, aber ich zitiere mal ein kurzes Stück da draus. Dann immer diese Schönreden und Leute, die gesund leben, so blöd hinstellen, finde ich echt dumm. Wo stelle ich denn Leute als blöd dahin? Ich sag doch immer, jeder soll essen, was er will, also. Dafür, dass die Person angeblich alle meine Food Diaries gerade geguckt hat, dann sie, die Person meint, ihr wäre gerade schlecht. Ja, hoffentlich hängt sie die ganze Nacht über die Schüssel. Ich habe endlich alles einsortiert und ich werde mir jetzt eine rauchen und ja. Ich habe das Gefühl, dass dieser Vlog irgendwie der langweiligste Vlog ever wird. Ich weiß nicht wieso. Sagt mein Gefühl mir halt einfach gerade. Und vom Gefühl her, aber das täuscht sowieso immer, ist das Video nicht so lang wie die anderen Videos. Und das ist voll lustig. Das ist voll das Phänomen, ja. Das ist nicht nur bei mir so, das ist auch bei mir ja so. Bei ihren Weekly Vlogs, sie denkt auch immer von wegen, ach, so viel habe ich ja gar nicht gefilmt. So lang wird das schon nicht. Und jetzt sind ihre, ich glaube, drei Weekly Vlogs sind schon online und die sind auch alle eine Stunde lang. Und das ist immer so witzig, weil ich das halt selber kenne, ja. Ich denke auch immer, oh, hast so wenig, du hast aber voll wenig gefilmt, bla bla. Und dann hinterher schneidest du das alles und dann merkst du, okay, das ist ja doch übelst viel, ne? Und ich möchte euch jetzt aber auch gar nicht mehr so viel voll labern. Ja, heute wird nichts mehr Aufregendes passieren. Wenn doch, schmeiße ich die Kamera halt eben nochmal an. Dann werde ich mal anfangen, irgendwas zu schneiden. Weekly Vlog, dann muss ich das Abo-Special ja noch machen. Und ja, wie verbringt ihr eigentlich eure Abende so? Mal davon abgesehen, dass Leute, die morgen früh arbeiten müssen, um 10 vor 11 wahrscheinlich schon im Bett liegen. Palter zumindest. Aber was macht ihr abends so? Oder allgemein, was macht ihr, wenn ihr von der Arbeit kommt, außer duschen, essen oder so? Was habt ihr für Hobbys? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Und dann würde ich sagen, das war der Dienstag. Einen wunderschönen, was haben wir denn? Mittwoch, ne? Einen wunderschönen Mittwochmorgen. Wir haben mittlerweile 10 vor 7, ich bin immer noch wach und ich habe gerade eben eine Karte für die Packstation beantragt und die sollte in den nächsten Tagen ankommen, beziehungsweise man kriegt ja erstmal so einen PIN oder so, ne? Und die Packstation ist zwar sehr weit weg, also ich muss dafür so 20, 25 Minuten Bus fahren. Und ja, aber ich habe gedacht, ich mache das halt jetzt mal. Und ja, und jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich ein Postfach eröffne. Dafür muss ich zwar auch Bus fahren und bla bla, aber es reicht ja, wenn man einmal die Woche dahin fährt. Weil es gibt einfach schon so viele Leute, die nach meiner Adresse gefragt haben und ich möchte meine Adresse ungern abgeben, zumindest so an ganz fremde Zuschauer oder so. Und ich muss bei Gewinnen, also wenn ich Gewinne verschicke, dann nicht mehr meine richtige Adresse draufschreiben, sondern kann die Postfachadresse nutzen. Und das ist natürlich auch ultra cool. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das mache oder nicht. Ja. Also ich habe den Antrag schon ausgefüllt. Ich müsste eigentlich nur noch auf Postfach kostenpflichtig einrichten klicken. Aber ich bin mir noch unsicher. Und die Sache ist auch voll günstig. 20 € im Jahr und zwei Schlüssel kriegt man gratis und ab dem dritten kostet es dann 7 € oder so. Und finde ich voll günstig. Also Fred schrieb eben schon, dass sie sich das teurer vorgestellt hätte, dass sie so mit 50 € gerechnet hätte. Aber 20 € geht voll klar im Jahr, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll.
Vor allem geht ja dann meine ganze normale Post dahin. Ich meine, ich krieg nicht viel Post, so ist das nicht. Wenn überhaupt, weiß ich nicht, 2-3 Mal im Monat kriege ich mal einen Brief oder so. Meine Monatsrechnung von H&M und sonst eigentlich fast gar nicht. So Payback und, weiß ich nicht, Deutschlandcard und keine Ahnung. Sonst kriege ich eigentlich nicht viel Post. Eigentlich frage ich mich, warum überlege ich nur so lange? Warum mache ich das nicht einfach? Ich weiß nicht. Ich überlege mir das noch. Okay, Freunde, wie ihr lesen könnt, ich habe es getan. Ich habe mir jetzt ein Postfach gemacht. Ich bin gespannt, wie lange es dauert. Da unten steht ja in den nächsten Tagen. Ich bin gespannt. Jetzt könnt ihr mir alle zum Geburtstag eine Karte schicken. Nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall habe ich dann bald ein Postfach. Mensch, habe ich lange geschlafen. Es ist auch ultra warm hier. Wir haben 29 Grad. Ich guck mal, wie viel Grad wir gefühlt haben. Gefühlt 32. Und ich hatte mich heute Morgen um 8:45 hingelegt. Und um 9:45 hat schon wieder die Post geklingelt. Aber diesmal musste sie wirklich klingeln. Sie hatte ein Paket von Catrice bzw. Rossmann für mich. Ich hatte überhaupt keinen Plan, dass ich mich da beworben habe. Ist irgendwie eine Foundation, eine Mascara, ein Lidschatten und noch irgendwas, glaube ich. Und ein Lippenstift. Kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Und dann habe ich mich wieder hingelegt. Die Postbote hatte schon bei der Nachbarin gefragt, Frau Kay, ob sie das annimmt. Und dann meinte sie, ja, die Frau bla bla wohnt doch gar nicht mehr hier. Und die Postbote so, doch, ich habe die gestern noch gesehen. Und ich glaube, Palter kommt gerade. Ja, auf jeden Fall bin ich dann um 2:30 wach geworden und hatte Schiss, dass meine Degusta-Box zur Post gebracht worden ist. Hab schnell Gmail aufgemacht, geguckt, wo mein Paket ist. Und dann hat er das schon um 1:20 zugestellt. Ich habe das aber nicht mitgekriegt und hat das Gott sei Dank bei Frau K. abgegeben. Und von meiner Coach-Schwester ist auch ein Paket angekommen. Die hatte mir nämlich bei Rossmann meine Abschminktücher besorgt. Und da kommt der Herr nach Hause. So, ich bin zu Hause. Und wir machen gerade Pause und wir haben ein Video gedreht. Ich verrate nicht. Schade, ich hätte gedacht, es kommt noch ein Rhyme. Nein. Also wir haben ein Video gedreht mit voller Inbrunst und Freude für euch. Ja. Und ich muss es jetzt hochladen. Und sie muss jetzt hochladen. Wie immer. Und das macht sie natürlich mit Freude. Eine Praktikantin nehmen wir. Nee, wir nehmen einen Praktikanten, so einen heißen 18-jährigen. Nein, einer Praktikantin. Ein Waschbrett brauch. Ein Waschbrett brauch. Ja, genau, so ein Ding halt. Siehst du, du kannst dich mal aussprechen, was willst du denn damit? Nein, wir brauchen eine Praktikantin. Einen Mann! Fähigkeiten sind egal, Hauptsache. Große Boobs. Die inneren Werte stimmen. Mhm, klar. Das ist wichtig. Kommunikation und so ein Scheiß. Wir wissen, Mann, wir wissen, dass du auf große Dinger stehst. Willst du das Gegenteil behaupten? Natürlich. Als ob ich eine Frau darauf reduziere. Es gibt nicht nur Mbappé. Es gibt auch Ärsche. Aha. Ja. So. Quatsch natürlich. Insgeheim steht Palter nämlich auf Männer. Das stimmt. Nicht. Nicht. Natürlich nicht. Gibt es sonst irgendwas zu sagen? Ja, der Arbeitstag war nicht ganz ruhig. Sonst jetzt noch ein bisschen auf der Couch chillen, chillaxen. Wie sagt die Jugend von heute? Rumhängen, abgammeln. gleich noch Essen machen. Heute gibt's. Nächste Woche kommt wieder Zirkus Halligalli und ich habe eben ein Bild auf Instagram gesehen. Da sieht er. Wer? Joko aus wie. Was los, Digga, Arme? Oder wie der Scheiß auch ausgesprochen wird. Und Klaas sieht aus wie. Wer ist der Vogel da? Jan Dile? Ja. Mit Glatze, der? Ja, glaube ich zumindest. Ja, die Beginner sind wieder da. Super zurückgekommen. Hätte man nicht erwartet, dass die zwei. Erst habe ich gedacht, muss denn jetzt jeder wiederkommen und, ne, meinen die jetzt etwa, sie müssten jetzt auch cool sein? Aber die sind ja richtig
Wie soll man sagen? Geile Video, geile Videos, alle beide. Ja. Richtig stark. Ich meine, heutzutage muss man eigentlich keine Musikvideos mehr drehen, also für YouTube. Ne, super Comeback. Kann man nichts gegen sagen. Also werden die Beginner dann da sein, schätze ich mal Montag, oder? Keine Ahnung. Hier, guckt, Snapchat. Da. Oh, ich finde Klaas seinen Bart cool. Ich lasse mir auch so einen machen. Machen? Machen, natürlich. Aber also ich finde das hier am Kinn, das finde ich cool, wenn das ruhig so länger ist und auch ruhig so ein bisschen verwahrlost aussieht. Aber hier, das geht gar nicht an. Das sieht total pennerhaft aus, ey. Sein Schnäuzer. Ich werde mir auch, glaube ich, alles hier wegrasieren und den Schnäuzer da lassen. So. Wie nein. So ein Motorradkopf aus den 80ern. Das ist nein. Geil. Voll geil. Das glaube ich wird doch in. Nein. Das wird in. Hör auf damit. Nein. Ich gehe nicht mehr mit dir raus. Nur so ein Schnäuzer. Nein. Wie kacke das aussieht, aber so geil eigentlich. Rasier doch mal alles weg. Was muss passieren, damit du dir deinen ganzen Bart wegrasierst? Oh. Komm, sag. Dafür müsste ich eine Praktikantin einstellen, ne? So sieht's aus. Nein, mit schönen inneren Werten. Also. Du kennst die Voraussetzung. Mädels, wenn ihr schönere innere Werte habt, meldet euch doch mal bei mir. Vorstellungsgespräche sind natürlich... Die Vorstellungscouch ist hier. Ohne Besatzungscouch. Hallo? Sie muss auch geprüft werden. Ja, ist klar. Fähigkeit. Komm hör auf, das heißt irgendwann hinterher, wir sind sexistisch oder ist der Geier. Ach, bin ich doch auch. Mein Gott, was soll's. Natürlich nicht nur. Also, natürlich kämpfe ich auch für die Rechte der Frauen. Ja. Ne? Wozu bin ich damals auf die Straße gegangen, 1976? Mhm. Wer hat denn die Emma abonniert? 1976? Du bist erst 84 geboren, du Otto. In meinem früheren Leben. Da war ich Aktivist. Sicher. Nein, ich unterstütze die Frauenszene. Was? Ich unterstütze die Frauenszene. Ja, das ist aber schön. Lasst die Bubis frei. Ganz einfach. Weg mit den BHs. Ne? Und rasiert euch nicht mehr, ne? Gibt's na ja, doch, das ist ja auch ein neuer Trend. Nicht mehr rasieren, BH auslassen und... Rasieren schon, aber BH stört mich jetzt nicht so sehr. Also Mädels, lasst die Bubis frei. Die Bubis? Ja. Die Boobs. Ihr wisst schon, was ich meine. So, nachdem wir uns jetzt hier total... Und was hast du dafür bei allen... Tolle innere Werte, ne? 25 cm. Alles klar. 25 mm, was Ellenbogenlänge. Was, Ellenbogenlänge? Was habe ich zu bieten? Ich höre gern zu. Ich mag Spaziergänge. Am Strand. Mit Sonnenuntergängen. Ich liebe den Regen, aber ich hasse es, nass zu werden. Ich mag Reisen. Also, ich bin sehr unternehmungslustig. Also, ich suche die Traumpartner zum Verreisen. Ich muss aufpassen, jetzt eine glühende Zigarette in der Hand. Ich werde hier gerade angegriffen, ihr seht das nicht. Jedenfalls, nee, also wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr Lust habt, bewerbt euch, um mit mir durch die Welt zu reisen. Sicher. Bewerbt euch ruhig mal, die Bewerbungen gehen ja eh an mich. Also, schreibt ruhig eure Adresse da rein. Na, Fotos wären natürlich auch nicht schlecht. Man muss sich auch unterhalten können. Gibt sonst noch irgendwas? Ja, ich gucke ständig aufs Handy, also nicht, dass euch wundert hier. Was machst du denn da, spielen oder fahren? Ja. Fahrschule. Ja, Fahrschule. Nur Fahrschule. Ja. Achso. Ja. Also wie gesagt, wir suchen Praktikantinnen. Können auch mehrere sein. Können auch was sein? Mehrere. Sicher. Ich bin da wie Oskar Schindler da. Also was so. Was hat der denn gehabt? So eine Tippse. Wie sagt man denn? Was ist das heutzutage? Eine Sekretärin, genau. Ich könnte mal so eine Praktikantin gebrauchen. Ich mach das so wie Oskar Schindler, der hat das auch super gelöst. Kennst du noch die Szene? Nee. Da zuerst kommen da diese paar Hübsche und die können überhaupt nicht tippen. Tippen so. Klack, klack, klack. Und er sitzt so da und guckt sie so anbetungswürdig an und siehst so zwei, drei Stücke mit so klapp, klapp, klapp. Dann siehst du auf einmal so eine nicht so hübsche. So ein Mannsvibe, wo die macht klack, 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 und er guckt so angewidert.
Und zum Schluss hat er dann 20 hübsche und die nicht so hübsche, die hat er da stehen lassen. Mhm. Muss ich erstmal jemanden hier aus meiner Freundesliste schmeißen. Die Person legt mich ständig in Gruppen ein. Oh, ich nenne auch den Namen. Nee, nenn sie nicht. Man okay. Kommt nämlich ganz schnell wieder. Diese Stelle musste leider zensiert werden. Wieso einige? Penis. Penis muss man nicht zensieren, ne? Wir brauchen langsam mal einen Hashtag. Das Video geht schon irgendwie über eine halbe Stunde und ich habe gerade nur bis vorgestern geschnitten. Der Hashtag ist... Warte, ich bin jetzt... Moni hat bald Geburtstag. Der Hashtag ist... Ich weiß nicht. Sei doch mal kreativ. Hashtag ist, na? Quinoa-Samen. Natürlich nicht. Hashtag ist, lass die Bubis frei. Überhaupt nicht. Free Boobs. Nein. Free Boobies. Nein. Free Boobies. Ich hab's entschieden. Nein. Das ist so ein Schwachsinn. Was für ein Schwachsinn? Dahinter stehe ich. Nein. Hashtag ist... schneidest du das Video nämlich zu Ende? Hashtag ist, weil ich dich liebe. Was? Weil ich dich liebe. Oh. Hashtag ist, weil ich dich liebe. Das ist der Hashtag. Das ist schön. So. Und hast du schon eine Ahnung, was du mir zum Geburtstag schenkst? Klar. Ich hab 1000 Sachen. Du kennst das ja. Eine besser als die andere. Ich weiß gar nicht, was ich mir entscheiden soll. Wenn du die Wahl hättest, was würdest du jetzt... Das sag ich dir nicht. Du könntest jetzt aussuchen. Das sag ich dir nicht. Siehst du, ich hab's einfach. Also ich bin da einfacher. Ja, sicher. Ich bin da doch unkompliziert. Das ist auch jedes Jahr aufs Neue kompliziert für mich, ein Geschenk für dich zu finden. Ach, ich bin doch genügsam. Ich bin genügsam. Du freust dich immer mehr über das blödeste Geschenk von deinen Arbeitskollegen als von mir. Nein. Doch. Nein. Doch. Stimmt nicht. Wohl. Ich leg das doch mal ein bisschen auf meinen Wanst. Nicht ganz sonst. Was ist das jetzt? Falscher Let's Play? Jawohl. Wenn ihr mehr Let's Plays sehen wollt, schaut euch Krog an. So. Hast du sonst irgendwas zu sagen? Ich hätte ein Video geteilt und hat mich jemand gefragt, was das denn da zu suchen hätte und bla bla bla. Und es ging halt um Shampoo, was Lara für mich getestet hat. Und jetzt schreibt hier jemand, wer sich das in seine Kopfhaut einmassiert und an die Haare gibt, ist selbst schuld. Ach, ja, die Leute haben nichts anderes zu tun. Alle nur Moser, ne? Ja, keiner kann mal irgendwas vom anderen akzeptieren. Sei es Essen oder irgendwelche Produkte. Furchtbar, ey. Gerade beim Essen. Man kann 30.000 Mal darauf hinweisen, ne? Worauf? Zum Beispiel ist es ungesund oder, ne? Ist nicht jedermanns Sache oder nicht jeder wird's mögen. Und oder jeder soll essen, was er will. Genau, und trotzdem wird ein oder zwei Trottel drunter schreiben, das ist aber ungesund. Wie kannst du dir nur sowas antun? Mein Gott, zieh einen Wald, ey. Bau dein eigenes Gemüse an, echt. Geh nicht auf die Straße, weil die Autoabgase, ne? Junge, 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 die Leute haben nichts mehr zu tun. Keine Toleranz mehr gegenüber den anderen. Sollen doch ihr eigenes Rennen fahren. Furchtbar, echt. Gerade die am gesündesten leben, ne? Die eigentlich, wie sagt man, wie sagt man denn? Nicht Rücksicht, sondern die erwarten halt, dass du, was heißt Rücksicht nimmst?
dass du sie verstehst und, ne, und nicht hatest und... Das, was ich mache, ist doch gut und... Es ist einfach warum so muss ich denn akzeptieren, was du machst, warum akzeptierst du nicht, was ich mache? Eben. Die werden immer schlimmer, ey. Die angeblich am gesündesten essen, die werden immer schlimmsten. Das sind voll die, Food-Nazis. Oh doch, ist so. Ich lass es auch im Video. Ist einfach so. Ja. Das sind voll die Food-Nazis, ey. Nichts anderes wird akzeptiert. Ja, nicht aus der Reihe tanzen. Jeder muss das gleiche essen, am besten. Am besten noch, wer noch, wie was war es denn? Die Degusta-Box, paraguayanische Kleinbauern werden dadurch unterstützt. Mit einem Cent. Was soll das? Ich hoffe, der Ton ist nicht zu kratzig, weil das so nah hinterm Mund. Ich weiß nicht. Zu Feier des Tages essen wir heute Currywurst. Endlich mal wieder. Ja, wir sind auch. Eigentlich sind wir voll die Essensmongos. Ist einfach so. Ja, super auch. Übelst die Essensmongos, ey. Wir essen kaum, also wir haben so 6 verschiedene Gerichte ungefähr. Oder 7, 8. Sag mal, lass es mal 10 sein. Die wir so haben, ne? Was? Verstehe dein Handzeichen nicht. Du würdest dich mal wieder filmen. Achso, ich soll mich mal wieder filmen. Ja, gleich. Also, wir haben so, lass mal 10 Gerichte sein, die wir so rotieren. Und sobald irgendwie, sobald wir hier Bratwurst haben zum Beispiel, dann wird halt Currywurst gegessen. Ganz einfach. Warum? Weil wir erstens mal, glaube ich, den Aufwand ein bisschen scheuen. Warum soll ich mich auch stundenlang hinstellen, wenn es auch einfach geht? Ja, wir essen auch vieles nicht. Das ist halt, man isst halt vieles nicht. Wir mögen keine Tomaten, wir mögen keine Paprika, wir mögen keine Zwiebeln, kein Lauch, kein Sellerie, kein Rosenkohl. Ja, yeah, wir essen halt vieles Gemüse hier nicht. Ja. Wir mögen das einfach nicht. Es ist nicht so, als hätten wir das alles noch nicht probiert. Eben, es ist auch kein Mäkeln oder so. Mäkeln ist für mich, wenn man wenn so kleine Stückchen drin sind, die mal so gar nicht schmeckt, so ungefähr. Jetzt zum Beispiel, wenn wir Gulasch machen, auch mit Fixtüte, dann sind da so kleine Zwiebelstückchen drin. Da sagen wir überhaupt nichts gegen, ne? Nee, aber ich würde niemals so Zwiebelringe oder so einen Scheiß essen. Immer dunkler, ich dachte, das soll ja nicht. Habe ich das Gefühl. Na, jedenfalls, die Botschaft ist klar: Toleranz in allen Belangen. Gerade der Frauenwelt gegenüber. Und der Essenswelt natürlich. Und ich meine, lass den paraguayanischen Kleinbauern ihren Cent da, ey. Ist doch egal. Ich kann doch immer ein paar mehr Cent haben. Ich meine, sind wir dafür verantwortlich? Wir zocken die doch nicht ab. Natürlich, wir sind Konsumenten und wir sind ja auch nicht bereit, irgendwie mal ein bisschen mehr für irgendein Produkt zu bezahlen. Weil wir auch gewohnt sind, alles so billig zu bekommen. Außer Palter. Palter kauft gerne teure Produkte, was Essen angeht. Da spart Palter auch nicht. Ja, ich spare auch beim Essen nicht. Warum soll ich beim Essen sparen? Ich meine, Fleisch hat nun mal seinen Preis, ist einfach so. Was soll auch seinen Preis haben? Ich meine, es würde mir Sorgen machen, wenn es irgendwie... Trotzdem kaufen wir es abgepackt bei Netto. Ja, aber ich würde es auch nicht irgendwie beim Metzger kaufen hier so. Klar, kann man das machen. Erstens, wir haben ja keinen Metzger um die Ecke. Zweitens, die Qualität ist eigentlich relativ, es ist gut. Also, wenn ihr den Tester, wir hatten nochmal letztens den Test gesehen da. Wo sie da die Fleisch, so ein Fleischtest war das halt. Da haben sie abgepackt, das von Netto, von Lidl und so ein Scheiß. Das war eigentlich alles super. Ja, aber klar ist das kein teures Fleisch, das ist auch billiges Fleisch. Aber ich meine jetzt. Geht's eher um Massentierhaltung und so. Ja, mir doch auch. Ich meine, wird's da jetzt... Und du glaubst jetzt, dass unser Schweinefleisch von Netto von glücklichen Schweinen ist? Nein, um Gottes Willen. Glaube ich ja nicht. Aber es gibt doch keine Alternative da. Würden die da irgendwie so abgepacktes haben, was jetzt, sag mal, 1 Euro mehr kostet? Du aber 100%ig weißt, okay, das ist vom Superbauernhof zum Beispiel. Oder 1,50 Euro, mir scheißegal. Da würde ich das auch zahlen. Ist genau wie bei Eiern. Da bezahlst du auch lieber ein bisschen mehr und hast da halt, ne, dass die in Freilandhaltung anstatt hier in auf normale Bodenhaltung oder so. Das zahlt man einfach ein bisschen mehr. Das ist auch kein Problem. Doch man ist einfach das gewohnt. Man ist schon so gezüchtet von der Industrie, dass man immer billig, billig, billig. Geiz macht blöd und Geiz ist blöd und Geiz ist geil. Ist einfach so. Dass man wirklich so gezüchtet ist von der Scheißindustrie. Hauptsache günstig. Und wehe, der Liter Milch kostet mal 10 Cent mehr. Da gibt es aber einen Aufschrei. Oder die Butter, die muss ja so günstig sein. Dass die Bauern daran zugrunde gehen, ist ja scheißegal.
Also, für gute Produkte bin ich auch bereit, mehr zu zahlen, aber ich lasse mich auch ungern irgendwie abzocken. Das heißt überteuert, wo man einfach nur den Namen bezahlt. Ich meine, viele sind ja so, da gibt es ja, die machen einmal quasi gut und günstig Produkt und in derselben Fabrik wird aber auch das teure hergestellt, für was dann viermal so viel kostet. Mit welchem Recht? Natürlich, da sind die Werbungskosten drin, ist ja logisch. Wenn sie Fernsehwerbung schalten, da ist natürlich die ganzen Werbungskosten da drin, das ist natürlich ein Löwenanteil. Trotzdem. Ich meine, wer guckt denn heutzutage im Fernsehen? Wir kaum noch. Wann läuft denn bei uns noch der Fernseher? Von morgens. In letzter Zeit gar nicht irgendwie. Gar nicht, nee, weil einfach nur noch Müll kommt. Ich habe die Tage schon erzählt, dass ich irgendwie schon 3 Wochen oder so kein GZSZ und alles, was zählt, mehr geguckt habe. Aber das liegt eher daran, dass ich jeden Abend schneide. Ja, ist auch, man, jetzt, wir sind hier zum Beispiel jetzt Netflix am gucken, wenn man nicht gerade mal so eigene Filme gucken. Ist auch angenehmer, weil du hast keine Werbung, du wirst nicht unterbrochen mit irgendwelchen, jede Viertel, 10 Minuten, Viertelstunde, irgendeine scheiß Werbung. Hast du halt nicht und das ist super. Und du kannst gucken, wann du es möchtest und bist nicht, ne? Du wirst, kriegst halt keine Vorschriften, wann du es gucken musst. Es läuft auch nichts. Also was wir gucken, ist halt ein bisschen Trash-TV. Also Trash-TV im Sinne von ihr Traumfrau gesucht. Das heißt das Traumfrau gesucht? Das ist, läuft montags. Da Dienstag läuft nichts, Mittwoch läuft nichts. Doch, dienstags kommt jetzt immer die Höhle der Löwen wieder. Schon seit gestern. Ja, aber da ist der Maschmeyer dabei, der ist auch so ganz zwielichtig. Unsympathisch, ne? Ja, der hat auch so, manche Leute siehst du es an, dass sie so zwielichtig sind. Und den finde ich total, also den finde ich so unsympathisch. Würde ich da mit dem, der hat zwar die Mörder-Cola, aber ich würde mit dem noch nicht zusammenarbeiten, weil der, weil ich dem, ich würde dem nämlich trauen, sagen wir so. Du würdest nicht, wenn der jetzt Alltagsleben sponsern würde, würdest du sagen, nee, mach das nicht? Ich weiß nicht, natürlich, jetzt kann man immer so leicht reden. Aber das ist mir total unsympathisch, wenn er mir zu viel reinquatscht. Wenn er sagt, ja komm hier, ich will aber 50% davon oder so. Ich würde niemals irgendwie was von meinem Kanal abziehen. Das wird eh nicht passieren, aber. Ja, klar. Aber ich würde niemals was irgendwie, ich würde niemals jemandem Prozente von meinem Kanal überschreiben oder so. So hier, du bist jetzt Mitteilhaber oder so. Deswegen, ja, das ist das, was wir vielleicht mal gucken. So, was hast du. Und sonntags halt, wenn es mal wieder läuft, die Ab ins Bett oder Ab in die Ruine oder wie das heißt. Ja, das gucken wir gerne. Das gucken wir auch. Aber der Rest nicht mehr. Also gar nicht. Wir gucken. Es läuft auch nur noch Müll. Guck mal samstags das Nachmittagsprogramm an in der Woche. Es läuft doch nur noch billig Müll. Produzierter Müll. Ja. Für Leute, die verdummen möchten. Irgendwelche Laiendarsteller, die überhaupt nichts können. Hauptsache es ist günstig produziert, darf nichts kosten. Es ist grauenhaft. Keine Innovationen mehr, nichts. Was früher mal die Talkshows waren, Arabella, wie sie alle hießen, Hans Meiser. Die Talkshows waren noch cool irgendwie. Nee, irgendwann war es genauso abfuck wie alles andere, ey. Weil es einfach zu viel gab, zu viel Schlechtes, immer die gleichen Themen, irgendwelchen Lügendetektor-Tests bei, was war das, Brit oder so. Ja. Mein Gott, irgendwelche Asozialen da, die im TV, die alle so in derselben, im selben Plattenbau wohnen, weißt du, und dann, ja, du hattest hier was mit Jenny und Jenny hatte was mit dem und Markus durfte es nicht wissen. Wen interessiert das, echt? Das ist doch so langweilig. Okay, wen interessiert unsere Wiki-Vlogs? Ne? Ist jetzt auch nicht so, dass das große Format. So, was gibt's noch für Lebensweisheiten? Lebensweisheiten? Du wolltest doch letzte Woche Geldpakete haben, ne? Bald ist es soweit. Kannst welche bekommen? Ja, stimmt. Wir haben jetzt fast ein Postfach. Also noch nicht, aber es ist eine Arbeit. Es ist eigentlich schon bestellt, aber es ist noch nicht geliefert worden. Es war beantragt, wir warten auf die Papiere, dann müssen wir das Geld überweisen und dann kriegen wir die Schlüssel. Genau, dann haben wir so ein Bankschließfach quasi. Naja, so ein Bankschließfach ist ja nicht. Wie groß ist das eigentlich? Was passt da rein? Nur Päckchen, oder? Alter, wollen die mich hier verarschen? Hey. Ich hatte alle meine Videos im Kalender eingetragen. Hier ist nichts mehr in dem Kalender. Muss doch was falsch gemacht haben. Oh, ist wieder da. In das Postfach dürfen nur Briefe. Briefumschläge, Luftpolsterumschläge. Also sonst wäre es auch eine Packstation, ne? Ja, und Packstation habe ich ja auch gemacht, aber die ist halt ein bisschen weiter weg für uns, ne? Also da müssen wir schon 20 Minuten Bus, 20, 25 Minuten Bus und Bahn fahren. Und eigentlich wollte ich es auch nicht dafür nutzen, dass uns jetzt hier jede Woche irgendjemand irgendwas schickt, ne? Gottes Willen, ne? Außen coole Dinge. Aber was? Nee. Sag. Außer sind coole Dinge.
Aber wenn uns dann wirklich mal jemand was schickt, dann bitte keine 563.000 Tonnen Paket, ja? Weil wir müssen das ja irgendwie hin transportieren. Ach, wenn's cool ist, mach ich das. Palters, Hulk. 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 Hulk Hogan. Was gibt's sonst noch? Sonst gibt's nix. Wir labern schon viel zu viel. Ach, das kannst du super schneiden. Das ist doch super. Hätte ich mal wieder ein bisschen Gesprächsstoff. So, wir haben die Lebensmittelindustrie quasi an die Wand gefahren. Die Toleranz der Menschen, die eigentlich gar nicht mehr existiert. Jeder guckt nur noch auf sich. Fernsehprogramm, was natürlich unterirdisch ist, was auch, glaube ich, nicht mehr... Irgendwann wird Fernsehen tot sein. Tot sein. Tot sein. Ich sage, in spätestens 20 Jahren gibt es kein Fernsehen mehr. 20 Jahre. Ist so. 10 bis... Naja, 10... Bin ich 46. 15 bis 20 Jahren wird es kein Fernsehen mehr geben, weil die ganzen Streaming-Dienste einfach das angenehmer gestalten. Ohne Werbung, irgendwer, die produzieren ihre Serien, richtig geile House of Cards und Better Call Saul. Irgendwer hatte mich auch letztens unter dem Video, glaube ich, gefragt, ob wir irgendwelche Streaming-Dienste benutzen, Netflix, Maxdome, bla bla, Amazon Prime. Und dann habe ich geschrieben, ja, wir haben Netflix und Amazon Prime. Und was ich denn besser finden würde oder so. Und ich meine, die Frage wäre so gewesen. Und ich habe dann geschrieben, dass ich das gar nicht so beantworten könnte. Erstens hätten wir Netflix erst seit kurzer Zeit. Und ja. Ist auch schwierig. Aber ich würde sagen, wir finden Netflix besser. Wir haben nämlich in der Kürze der Zeit mehr Netflix geguckt, als wir jemals Amazon Prime geguckt haben. Ja, weil wir auch, eigentlich sind wir auch, ich meine, was haben wir da? Wir haben Prime eigentlich von Anfang an nur gehabt wegen den Paketen. Ja, war ja auch so. Ja. Ab und zu mal ein Film. Ja, wir haben auch Pastewka geguckt. Und wir haben Breaking Bad geguckt. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht. Ich habe Prison Break geguckt. Also ich, ne? Was wir eigentlich schon haben. Oder schon kennen. Haben wir geguckt. Ich meine, Breaking Bad war natürlich wieder geil. War richtig geil, das zu gucken wieder. Du meldest dich? Du möchtest was sagen? Ja, ich möchte gern... Du möchtest lösen? Ich möchte jemanden grüßen. Wen? Unsere beste Verkäuferin bis jetzt. Käuferin, nicht Verkäuferin. Ah, die Angelique. Genau. Mein Name ist mir heute gefallen. Sie hat 16 Filme von uns gekauft, Freunde. Nehmt euch mal ein Beispiel an ihr. Eben, die macht ein bisschen Umsatz bei uns hier. Oder sorgt ein bisschen für Umsatz. Wo war ich stehen geblieben? Ich hab da irgendwas angesprochen. Nicht. Mhm. Was hast du das letzte Mal erzählt? Du hast gesagt, dass es cool war, dass wir Breaking Bad geguckt haben. Ach so, dass Fernsehen bald tot ist. Ja, ich bleib dabei. Also, Fernsehen nagelt mich fest. In 15 bis 20 Jahren ist das Fernsehen weg. Ich wäre dafür oder sehr glücklich, wenn erstmal GEZ weg wäre. Das ist ja der größte Scheiß, den es überhaupt gibt. Ich bezahle was für was ich überhaupt nicht brauche. Ja, weil das auch überdimensioniert alles ist, der ganze Apparat. Irgendwelche Pensionszahlungen und man muss ja zu jedem, natürlich, die haben ja so einen Auftrag, ne? Sportveranstaltung. Ja, aber muss man dann mit so einem 500-köpfigen Team da anreisen? Ich finde, es geht absolut gar nicht, für irgendwas Geld zu bezahlen, wo ich nicht mal einen Vertrag unterschrieben habe oder so. Eben, dann sollen sie sowas machen wie hier Netflix oder Amazon. Ja, oder Prime. Die Multimedia, dass du dann so eine Karte kriegst, ne? Und die irgendwo. Ja, einfach wie so einen Streamingdienst machen. Ihre ganzen Angebote einfach auf Streamingplattformen. Ganz einfach. Und wer es will, der kauft sie es halt. Dann gucken wir die aber ganz schnell um, sag ich dir. Ja. Das wird nämlich kein Schwein mehr machen. Die Rentner haben eh keine Ahnung von Streaming. Und die Jungen machen das einfach nicht. Warum denn auch? Das bisschen Sport, was da läuft, mein Gott, die Olympiade. Das war ein langweilig. Ich habe von den Olympischen Spielen geguckt. Ja, wann denn auch? Die liegen auch nur nachts die Dinger da. Ich meine, ist einfach so. Ist einfach. Es fesselt einen auch wenig zur Zeit. Wie die EM, die war ja total. Null gefesselt, echt? Im EM-Fieber waren wir wann? Halbfinale? Das ist doch auch Olympia, dieses ganze Gedope da mit Russland und die sind am Start und eigentlich sind so fast alle gedopt gewesen, Staatsdoping und bla bla bla. Trotzdem dürfen sie antreten und was ein Skandal und ach, so typisches Bild-Zeitungs-Scheiß wieder. Ach, Bild-Zeitung, siehst du, Bild-Zeitung. Was ist jetzt das große Thema? Wie heißt der? Xatar? Mein Gott, als wären sie persönlich bei dem und ja, da Titelseite, jedenfalls bei Bild Online. Das Scheißblatt kaufen wir nicht. Mein Papa kauft es, glaube ich. Ja, ich glaub, viele kaufen das einfach so. Ich meine, haben die keine. Oh, Walter Scheel ist tot. Wer? Ex-Bundespräsident. Kenne ich nicht. Der ist 97 geworden. Naja.
was Erdogan in Syrien forscht. Vielleicht solltest du so eine neue Kategorie machen. Ich lese Bild-Schlagzeilen vor oder sowas. Und äußere dich davor. Das Beste ist immer das Wetter, finde ich. Also, zum Beispiel, wenn der Sommer ist, ne? Wir kriegen keinen Sommer mehr und verregneter Sommer, verabschiedet euch, Freunde, dann 3 Tage später, der super Sommer steht uns bevor, heiße Tage. Wahnsinn. Bombe trifft Schwangere, Baby wiederbelebt, das Wunder von Aleppo. Ja. Wie kann man denn das Bild davon? Das ist, ich finde das Bild voll eklig. Ein Wunder Gottes. Das müsste noch fallen, dieser Satz, ey. Ein Wunder Gottes. Ja, du erwartest Toleranz, dann toleriere auch die Leute, die so denken. Nein, aber... Das ist ein Wunder Gottes, war. Nee, es gibt bestimmt Leute, die denken so. Ja, aber was ist das denn bitte von Gott? Das ist ein Wunder Gottes. Ich meine, er lässt da viele Unschuldige sterben, aber ne, wenn so ein Kind überlebt, ein Wunder Gottes, danke Gott, du bist der Mächtigste. Wir verehren dich. Okay, du hast unsere Stadt zu bomben lassen, ne? Verwandtschaft ist tot. Aber du Gott, wir danken dir, weil du hast ja wenigstens das Kind noch gerettet. Das war echt super von dir. Hast du gerade 5 Minuten Zeit gehabt oder was? Ich sage immer, wer an Gott glaubt, ist zu dumm zum Denken. Nicht zu voll zum Denken, nicht zu dumm zum Denken. Ist einfach zu voll zum Denken. Auch wenn ich mich jetzt mit einigen Kirchlern... Ist einfach so. Wer an Gott glaubt, ist zu voll zum Denken. Macht euch doch nichts vor, Leute. Glaubst du echt nicht, dass irgendwo irgendwas ist? Ne. Auch nicht Aliens oder so? Glaubst du nicht, dass es irgendwo noch was gibt? Aliens könnte sein. Klar, aber ich glaube... Ja, was heißt Aliens? Außerirdische im kleinen Bereich. Keine, dass sie uns mit Raumschiff angreifen. Könnte sein, das weiß ich nicht. Das ist alles unendlich. Ich glaube eher an Aliens als an Gott. Ich meine, wo soll er sitzen? Im Himmel. Mhm. Du warst doch schon mal im Flugzeug im Himmel, hast du ihn gesehen? Keine Ahnung. Für mich gibt es keinen Gott. Wer daran glaubt, bitte, einen für alles verantwortlich zu machen im Leben, ist ein bisschen einfach, finde ich. Findest du nicht? Ja, Gott hat es so gewollt. Ich habe eine Frau umgebracht. Vielleicht gibt es aber auch Leute... Gott hat es so gewollt. Denen das Halt gibt. Natürlich gibt es Leute, die das Halt gibt, aber man darf doch nicht so einen Schwachsinn einreden. Glaubt denn ernsthaft einer, der Papst ist der Stellvertreter Gottes auf Erden? Ist doch so, oder? Ist das nicht so? Oder Jesus oder so? Ich bin jetzt kein Experte. Aber glaubt daran ernsthaft einer, dass der Papst, katholische Kirche, Priester missbrauchen Kinder. Und das lässt Gott zu. Und dann gibt es einen Gott. Leute. Ich bin nur dem falschen Weg gefolgt. Bitte euch. Ach so, von Satan, von der Hölle, dem Weg oder was? Kann ja nicht sein. Was passiert denn nach dem Tod? Für mich nichts. Lichter gehen aus, ist was. Finde ich, ist einfach so. Lichter gehen Licht aus, Ruhe. Ja. Aber Gott. Mal ehrlich, bei der ganzen Scheiße auf der Welt, wie kann man denn an Gott glauben? Für mich ist die katholische Kirche genauso eine Sekte wie Scientology oder so. Für mich besteht da kein Unterschied. Möchte jemand Band of Brothers kaufen? Yeah! Aber du kannst mit den Leuten auch nicht diskutieren. Mein Argument ist ja immer die Dinosaurier. Gab es ja. Ist ja belegt. So, was müssen die verbrochen haben, dass Gott die ausgelöscht hat? Was haben die angestellt, dass Gott die ausgelöscht hat? Die armen Dinosaurier. Ich meine, wenn er die haben da gefressen, ihr Ding da durchgezogen, ne? Ja, sicher. Wenn es dir aber heute mal geben würde, würde es uns vielleicht nicht geben. Ja, und? Aber ich meine, wenn es die Dinosaurier, ne, die eigentlich friedlich vor sich hergelebt haben. Ja, so ein T-Rex hat so... Nicht alle natürlich. Natürlich, es gibt immer solche und solche, aber die haben ja jetzt zum Beispiel keinen Umweltverschmutz wie wir oder so. Die haben ja den Planeten nicht zerlegt wie wir. Ausgebeutet. Wenn Gott wirklich den armen Geschöpfen, ne, den Tieren, den Raubtieren da unten, auf der Erde, einfach mal so das Licht ausknipst, ohne Grund. Ich meine, ich kenne ihn. Vielleicht gab es ja auch einen Grund. Was macht er denn mit uns Menschen? Macht er auch immer, ihr geht mir auf den Sack, adios. Ne?
Ist das nicht, das ist eine Sache zum Nachdenken. Also, wenn Gott einfach so das Licht der Dinosaurier ausgeknipst hat, müssen wir da nicht auch Angst haben? So, jetzt haben wir auch genug über Gott. Jetzt haben wir aber genug über Gott und die Welt geredet. Ich beende jetzt diese Aufnahme mit einem fröhlichen Juhu. Wie lange geht die denn schon? Keine Ahnung, ich muss das Display umdrehen, damit ich das. Warte, ich gucke. Eine halbe Stunde, 35 Minuten. Eine halbe Stunde. Alter, der Weekly Vlog wird bestimmt 2 Stunden gehen. Ja, du kannst die Highlights rausschneiden, du bist auf 1 Minute 30. Ja, Quatsch, will ich gar nicht. 20 Minuten davon oder 25 kann man bestimmt verwenden. Ja, ich glaube auch. Das war eine gute Gesprächsrunde, ein Talk. Ein bisschen dirty, aber mehr ein Talk als dirty. In diesem Sinne. Wir machen jetzt Essen. Wir machen jetzt Essen, weil jemand von uns hat Hunger. Ich und sie. Sie möchte aber anonym bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ich grüße euch. Guck mal, ich mache so einen Abschied, als wäre es als Abschiedsgruß. Grüßt mir alle. Ihr seid das Wichtigste in meinem Leben gewesen. Ich danke euch, dass ihr mir Kraft gegeben habt und Halt. Komm, ist gut jetzt. Okay. In 2 Sekunden, in 1 Sekunde seht ihr wieder Moni. Nur noch ein paar Abschlussworte für den heutigen Tag. Foodwatch hat doch irgendwie alle Getränke auf Zuckerinhalt, Gedöns, getestet, geguckt, wie gesund die sind. Und also ich habe es mir nicht durchgelesen. Ich habe gerade nur so einen kleinen, das Ende von einem kleinen Beitrag dazu gesehen. Und wer hätte es erwartet, Rockstar schneidet am schlechtesten ab. Da sind irgendwie 46 Gramm Zucker, 64 Gramm Zucker auf eine Dose drinne. Und das ist halt das mit Abstand am schlechtesten Getränk, wo am meisten Zucker drin ist. Ich meine, mir war schon klar, dass er schlecht ist, ne? Ist halt ein Energy Drink und viel Zucker und so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er so schlecht abschneidet. Deswegen werde ich dann einfach noch meine letzte Dose genießen. Ich habe übrigens noch die kleine, ich habe letztens die große getrunken, aber auch nur die Hälfte. Und deswegen werde ich meine letzte Dose genießen und mir dann kein Rockstar mehr kaufen, um es regelmäßig zu trinken. Und ich habe es ja sowieso in den letzten Wochen abgeschafft, das täglich zu trinken, sondern habe nur so 1-2 Dosen die Woche getrunken. Aber ich glaube, ich werde dann jetzt mal ganz damit aufhören. Und da wir heute schon so viel gelabert haben, unglaublich, wir haben eine halbe Stunde gelabert, werde ich jetzt gar nicht mehr weitermachen zu labern. Ich werde jetzt einfach das Video schneiden. Ich habe auch immer noch nicht den Haul gedreht, aber ich habe inzwischen, guck mal, da hinten steht das Paket. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal mindestens reingeguckt, ob alles da ist. Es ist alles da, was ich bestellt habe, nur ein Pröbchen ist nicht dabei, irgendwie von Smashbox, eine BB-Cream oder so. Die hätte ich eh nicht gebraucht, die hätte ich dann irgendwo beigelegt oder keine Ahnung. Irgendwann mal bei Alltagsleben verkauft, irgendwie so ein Pröbchenpaket verkauft oder so, keine Ahnung. Und ja, das war's schon wieder mit dem Mittwoch. Donnerstagmorgen 1:30. Ich sitze natürlich immer noch am Laptop. Ich habe gerade bestimmt 3 Stunden Kommentare beantwortet, aber das bin ich jetzt selber schuld, weil ich nicht immer so schnell geantwortet habe. Und ich und Palter haben ja im Degusta-Box-Video gesagt, dass heute die Brand-News-Box kommt. Jetzt hat Sassi mir aber vorhin unter das Degusta-Box-Video geschrieben, wie eure Brand-News-Box kommt schon. Meine wird erst am 31. verschickt. Und dann habe ich mir so in den Kalender geguckt, der 31. ist ein Mittwoch und das fand ich irgendwie schon ein bisschen komisch, weil Brand News ja damit wirbt, dass die Box immer am letzten Donnerstag des Monats kommt, deswegen fand ich das jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Und Palter und ich haben sowieso darüber nachgedacht, eine der beiden Boxen zu kündigen und ich habe jetzt einfach mal ganz spontan die Brand News Box gekündigt. Ja. Wir bekommen diesen Monat also die letzte Box. Wir hatten sie ja jetzt auch lang genug, ne? 3 Jahre. Überlegt euch das mal. 3 Jahre lang. Richtig krass. Naja, jetzt ist sie auf jeden Fall gekündigt. Wir haben mittlerweile 8:55. Morgens früh natürlich. Und ich habe es gerade geschnitten. Ich glaube, jetzt so knapp 2 Stunden oder so. Keine Ahnung.
Und ich bin noch lange nicht fertig. Also ich bin jetzt beim gestrigen Tag, was ihr ja also gerade eben schon gesehen habt. Und mir steht noch bevor, dieses halbe Stunde Gespräch vom Palter zu schneiden. Und ja, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich glaube, ich lege mich jetzt hin, damit ich einfach mal ein bisschen mehr schlafe. Also ich meine, klar, ich habe ja den Tag davor, also gestern, habe ich auch recht lange geschlafen. Ich glaube, 6 Stunden, 5,5 Stunden oder so. Aber ich will mich jetzt einfach mal hinlegen und pennen, weil heute klingelt eigentlich keiner. Und selbst wenn die Post klingelt, drauf geschissen, ja, soll sie halt klingeln. Mein Akku blinkt auch schon. Ich werde mich jetzt hinlegen, werde vorher noch die Kamera anschließen, mir noch einen rauchen, meiner Kotnascherin schreiben und dann mache ich mir Musik an und dann schlafe ich einfach nur. Nachti! Wir haben mittlerweile schon 18.08 Uhr und Palter versucht mal wieder bei Escon Econ anzurufen wegen seinem Handy. Und er hat gerade schon mal in der Warteschleife gesteckt und irgendwie nach, ich glaube, 5 Minuten schmeißen die einen da raus und sagen dann, ja bitte versuchen Sie später nochmal. Und ich war eigentlich der Meinung, dass die um 18 Uhr zumachen. Und jetzt ruft er halt nochmal da an. Mal gucken, was da rauskommt. Er hat natürlich niemanden erreicht, hat aber auch nur zweimal probiert. Ich muss auch los, muss auch sich die Zeit nehmen, mit den Leuten zu reden. Ich muss los. Ja, Palter fährt jetzt auf jeden Fall zur Fahrschule und nimmt euch natürlich mit. Geh weg! Nicht Fahrstunde! Theorie! Ah ne, jetzt kann ich ja noch nicht verraten, das muss ich rausschneiden. Super. Aber ich kann nicht los, weil ich die Kamera nicht bedienen kann, weil... Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich meine Ruhe habe. Ich werde jetzt hier eben noch... ständig auch präsent bin. Ich werde jetzt hier eben noch das fertig machen, was ich hier gerade mache. Das kann ich nicht verraten. Hat was mit dem Nagellackwanderpaket zu tun. Palter muss noch zur Bank, ne? Vergiss das nicht, Kontoauszüge holen. Ja. Und danach werde ich duschen gehen. So, die dritte Fahrstunde ist vorbei. Ich befinde mich im Naturschutzgebiet. Wie angekündigt, diesmal habe ich es durchgezogen. Auf der Hinfahrt habe ich nicht gefilmt, weil ich war ein bisschen zeitlich im Stress. Aber ging alles noch gut. Ja, was ging es heute? Allgemeine, so, ja, was war das? So Überholen, Überholvorgänge und wenn man rückwärts fährt, Schulterblick. Was war denn noch so? Das große Thema war eigentlich so Überholen. Dann so, wie man sich so auf der Autobahn einfädelt quasi, dass man... Da sind irgendwie Geräusche hinter mir im Busch. Nicht, dass hier irgend so ein Monster rausspringt, ey. Hallo? Scheint sicher zu sein. Ja, wie man auf der Autobahn auffährt. Boah, Naturschutzgebiet hat natürlich einen riesen Nachteil, Viehzeug. Hier ist nur Viehzeug unterwegs. Deswegen werde ich euch, glaube ich, nicht noch einmal vom Naturschutzgebiet aus beglücken dürfen, wollen, können, müssen. Keine Ahnung. Ja, war ein neuer Fahrlehrer diesmal. War ganz okay. Also, der heißt Peter, der andere heißt Paul. Paul ist der Chef und er ist seit, und Peter ist seit 26 Jahren Fahrlehrer und hat bei der Bundeswehr gelernt. Und ja, er hat nochmal so, also letztes Mal hatten wir ja, was hatten wir letztes Mal? Achso, andere Verkehrsteilnehmer, Busse und ja... Kinder und alte Leute und er hat nochmal darauf hingewiesen, boah, das sind Mücken ohne Ende, ey. Er hat nochmal seine Sicht der Dinge, hat es nochmal erklärt und auf was er so Wert legt. Ja, wie gesagt, wir sind im Naturschutzgebiet, ich gebe euch mal so ein paar Impressionen. Leider ist das Licht, also die Lichtverhältnisse so schlecht, dass wenn man zoomt, eigentlich gar nichts mehr bringt. Ich meine, wenn man da wohnt, hat man natürlich auch die A-Karte, ne? Da hinten ist, glaube ich, ein Fischreier, wenn man ihn erkennt. Steht da im Wasser und wartet. Oh, ich werde hier, glaube ich, von Mücken zerstochen. Ich glaube, wenn ich nach Hause komme, mache ich 20 Mückenstiche. Boah, man bildet sich so ein, dass man hier von Mücken gestochen wird, obwohl man gar nicht von Mücken gestochen wird.
Das Fische oder was ist das? Tauchst du nochmal auf, du Flieh, da bist du. Was ist das, ein Krokodil? Wer weiß, was das ist, kann bitte schreiben. Ich hab ja keinen Bock, von so einem Alligator gefressen zu werden. Und guck mal, was wir so sehen. Ja, schade, dass die Lichtverhältnisse hier so bescheiden sind. Oh. Ist das nicht schön? Hätte ich jetzt Brot mit, würde ich euch was geben, aber ich habe leider nichts. Guck mal, die warten schon so. Also wie gesagt, die Fahrstunde war recht locker, um beim Thema zu bleiben. Oh, Endhorns. Na, seid ihr ein Paar? Aber man darf ja Tiere ja nicht füttern. Er ist natürlich der König. Eigentlich ganz idyllisch hier, nicht weit weg von uns. Ja, Naturparadies, ne? So, was haben wir heute gesehen? Wir haben Enten gesehen, einen kleinen Frosch, einen Fischreier, ne, zwei Fischreier sogar. Und Krokodil oder ein Alligator, wir wissen es nicht. Naja, wir fahren jetzt nach Hause. Zu Hause, weil in Wirklichkeit muss ich da schlafen im Keller. Also sie lässt mich nur für Videoaufnahmen nach oben. Aber ist egal. Ich habe mich daran gewöhnt, da habe ich eine Jacke, schiebe die Fahrräder mal beiseite, das ist meine Jacke, und dann schlafe ich hier in der Ecke. Ja. Bilder darf ich keine natürlich aufhängen, weil persönliche Dinge sind bei ihr nicht gestattet. Helft mir. Hier kommt sie gleich runter in 10 Minuten, schließt sie ab. Schlüssel nimmt sie natürlich mit. Ja, da kann ich es mir gemütlich machen. Nehme ich mir so ein paar Säcke und lege mich da hinten auf den Boden. Denn früh morgens, kurz bevor ich auf Arbeit muss, lässt sie mich wieder raus. Ja, so ist die grausame Realität. Die ist nicht so freundlich, wie ihr alle denkt. Das ist alles nur Schauspiel. Ich lebe hier im Keller. Helft mir, bitte. Ich ertrage das nicht mehr. Ist auch nicht sehr hoch, also so langsam bekomme ich aber auch Platzangst. Naja, also. Ich glaube, sie kommt, deswegen darf ich jetzt nicht so laut reden. Wie gesagt, hier lebe ich. Naja, ich werde mich auch schon mal hinlegen, schlafen. Achso, die Fahrräder muss ich noch beiseite räumen. War natürlich ein Spaß. Hier schläft niemand. Jedenfalls hoffe ich das nicht. Ich liebe diese Aufnahme. Achtung. Go. Ich finde das hammer. Die Tür geht natürlich offen. Muss natürlich auch sein. Die Uhrzeit. Schloss ausgetauscht. Wie der gute Palter in der Fahrschule war, habe ich nichts Großartiges gemacht, außer duschen gegangen und Haare gewaschen. Und ich habe sie lufttrocknen lassen, beziehungsweise sie sind eigentlich immer noch nass. Ich werde jetzt gleich das Abo-Special hochladen für morgen. Und ich habe mir gerade noch ein Brot gemacht, denn jetzt beginnt quasi meine Nachtschicht. Und ich werde jetzt den Weekly-Vlog so weit schneiden, wie es geht, also bis zu dieser Aufnahme hier. Und dann soll der dann am Sonntag kommen. Der dauert wahrscheinlich Ewigkeiten zum Hochladen. Und ja, damit ist der, was haben wir denn heute? Donnerstag. Damit ist der Donnerstag eigentlich für heute durch. Yay, schon wieder Freitag. Wir haben gerade 8:55.
Und es war eine absolut beschissene Nacht. Ich habe die ganze Nacht ja geschnitten und habe dann noch, ich glaube, eine Stunde, anderthalb, höchstens zwei, habe ich WoW gespielt. Ist auch nichts bei rumgekommen. Doch, ich glaube, ein, zwei Rüstungsteile, keine Ahnung. Und ja, dann bin ich ja heute Morgen mit Palter Kopf an Kopf eingepennt. Und er meinte noch so, ja, stell dir einen Wecker, bla bla. Ja, wann hätte ich mir denn einen Wecker stellen sollen? In dem Schreiben steht, Hermes kommt zwischen 7 und 11. Also, ne? Ja, und dann habe ich Palter noch zur Tür gebracht und habe mich wieder hingelegt und habe gepennt. Und habe mir aber vorher das Festnetztelefon neben den Kopf gelegt, damit ich es auch mitbekomme. Und jetzt hat es gerade eben... hat gerade eben geklingelt. Und der Typ am Telefon, der sich ultra gut verständigen konnte, meinte, dass sie so in einer halben, dreiviertel Stunde da sind. Und ich habe keine Ahnung, ob ich die reinlassen muss. Ich meine, das sind zwei Couchschlüssel, die kann man auch selbst dran machen. Und ja, ich bin froh, wenn die Geschichte, wenn wir dann Haken dran machen können. Das heißt, wir können heute endlich auf der Couch pennen. Yay! Und ja, ich habe schon mal hier alles freigeräumt. Ich habe die ganzen Decken nach rechts. Die ganzen Decken waren nur zwei Stück. Die Decken hier nach rechts gemacht. Und ihr kennt das doch bestimmt, ne? Diese weißen Pünktchen, Pickelgedöns, die man kriegen kann, ne? Auf der Zunge. Ich nehme an, man konnte es nicht sehen, deswegen habe ich es wahrscheinlich rausgeschnitten. Ich habe genau auf der Zungenspitze ein Pickelchen. Und es nervt. Als Kind, wenn ich sowas hatte, ich meine, ich habe sowas eigentlich ultra selten, aber ich habe immer versucht, mir das abzubeißen oder so. Total lustig. Ja. Ich warte dann jetzt mal auf Hermes. Rauch mir doch eine. Und ich weiß nicht, ob ich mich nochmal hinlege, wenn die wieder weg sind. Mal abwarten, ne? Ein ultra freundlicher Mann war das gerade von Hermes. War auch ein Ausländer, aber er konnte perfekt Deutsch. Und falls ihr den ersten Vlog nicht geguckt habt und euch jetzt fragt, warum ich das sage mit dem Deutsch, nicht Deutsch können und so, wie die Couch geliefert worden ist, waren es auch zwei Ausländer und derjenige, der den Papierkram übernommen hat, der wusste nicht mal, dass es Couchfüße heißt, die da fehlen. Und der wusste auch nicht, wie man Füße schreibt. Das musste ich ihm aufschreiben und keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gedacht, deswegen erwähne ich das jetzt nochmal. Was es gerade für ein Landsmann war, also es war halt auch ein Ausländer. Und er hat richtig gut Deutsch gesprochen und er war ultra nett. Und er hat mir jetzt die Füße gebracht. Ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann, da stehen jede Menge Sachen drauf. Es ist halt ein Luftpolsterumschlag. Und ich habe in weiser Voraussicht schon mal hier Couch aufgemacht quasi. Und jetzt werde ich die Füße dran machen und ich werde schon mal ein Bettlaken drauf machen und so. Und dann bleibt die Couch für dieses Wochenende auf jeden Fall erstmal ausgeklappt. Yeah, so sieht der Shit nun aus. Und das mit dem Bettlaken war da hinten gar nicht so einfach. Und ich habe jetzt beschlossen, dass ich innen liegen werde und Palter außen. Denn bei der letzten Couch war das andersrum. Ja, das Zeugs da unten nicht beachten. Alltagslebenverkauf und so, ne? Und jetzt müsste Palter sich nur noch ein Kissen holen und dann wäre eigentlich alles ready. Und ja, also das machen wir jetzt nur am Wochenende hier so mit Couch aufgeklappt und so, ne? Das werden wir am Sonntagabend mal direkt wieder hier bereinigen, spätestens Montag. Denn wir hatten die alte Couch jahrelang aufgeklappt und ich habe da nur drauf gepennt. Ich meine, ich penne jetzt auch fast nur im Wohnzimmer. Aber ja, ich möchte sie halt nicht mehr aufgeklappt lassen. Es nimmt auch viel Platz in Anspruch und ja, mir gefällt es halt besser, wenn die Couch zusammen ist. Wo er wohl anruft. Ja, die Melodie des Grauens, sagt er. Wie zu erwarten, die konnten Palter natürlich nichts sagen. Die wollen sich jetzt irgendwie, ich nehme mal an, Montag mit DHL in Verbindung setzen, weil das Paket ja jetzt schon anderthalb Wochen unterwegs ist.
Und ja, eigentlich sollte Palter dann nächste Woche mal was hören. Und wenn nicht, er will Mittwoch dann nochmal da anrufen. Dann ist es ja schon 2 Wochen her, dass das Paket wieder retour gegangen ist. Und er hat jetzt auch mal ein bisschen Eigeninitiative ergriffen und hat DHL angeschrieben. Die haben ja da so einen komischen Live-Chat. Und ja, die können aber nichts machen, weil Palter ja nicht der Absender des Paketes ist. Und er hat auch geschrieben, ja nicht, dass das Paket vom Laster gefallen ist und so. Ja, da müsste Saturn oder Eskon, Econ sich drum kümmern. Und das Schlimme ist ja... Ich weiß nicht, warum das nicht vom Laster gefallen ist. Das Schlimme ist ja, wenn das vom Laster gefallen ist, dann kannst du einen Nachforschungsantrag erst nach 4 Wochen stellen. Und die Bearbeitungszeit beträgt dann auch nochmal so um die 4 Wochen oder 28 Tage oder so. Ja, sind ja 4 Wochen. Und es kann sein, dass du nach einer Woche schon irgendwie ein Schreiben bekommst, dass sie das nicht gefunden haben, beziehungsweise Saturn oder Eskon Econ kriegt das Schreiben ja. Und es kann aber auch sein, dass es 3 Wochen dauert oder auch genau 28 auch, Tage. Ich warte genau bis nächste Woche. Und ich meine, das ist ja nicht mein Problem. Und dann kriegen die ja das Geld wieder, also die Summe, wofür das Paket versichert ist. Und das ist bei DHL, glaube ich, 500 Euro. Und Soll es vom Laster gefallen sein? Also Palter denkt, das wäre vom Laster gefallen. Es steht doch auch hin. Es steht doch auch drauf, wo es hingeht. Und ja, das ist doch und? Gut, dass das ein Handy ist. Wenn man ein bisschen sich damit auskennt. Ja, auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass Eskon Econ, die sehen doch, dass das Paket auf dem Weg zu denen ist oder ne, irgendwo da feststeckt, dass sie ja ruhig ein neues Gerät zu Palter schicken könnten. Also verstehe ich nicht. Das ist so ein Drecksverein. Mach nie wieder einen Vertrag über die. Ja, ich werde mich jetzt mal anziehen und ja, Schande über mein Haupt, Zähne putzen und so jetzt erst. Schon? Boah, meine Haare sehen hier voll lila aus. Sind die gar nicht? Sind die gar nicht? Gar nicht. Ich werde mich jetzt mal anziehen und so und dann müssen wir einkaufen. Wir müssen Shitpaper kaufen, denk da dran. Wir nehmen Servietten. Weil wir Servietten haben. Dann müssen wir Servietten kaufen. Letzter Tag des Weekly Vlogs ist angebrochen, heute werden wir nicht so viel filmen, weil da geht ja schon 38 Stunden oder so. 2. Hallo Mauskowitz. Oh, jetzt übertreibst du. So, sind nun mal da. Wer ist da? Ich rede von meinem Doppelkinn. Ach so, ich dachte du redest von den doppelten... Von den Boobies. Von den Boobies. Ja, wir wollen etwas sexueller werden, also... Erotischer. Ja, Katja Krasowitsche. Genau. Und was drehst du denn erst im Lesbenporno? Hab ich doch schon. Ah, du hast den schon gedreht. Genau, mit deiner Nichte war das, ne? Mhm. Ja. Die zufällig zu Besuch war und auch geil war. Ja. Nein, auf so ein Niveau werden wir uns niemals begeben. Vor allen Dingen, der ihr Kanal, das ist... Das ich hab einen Rüffel bekommen, deswegen... Ja, ich habe ihm gesagt, er soll mich nicht immer so von unten filmen. Die meisten Videos auf deinem Kanal sind jetzt ab 18 freigegeben. Die bekommen zwar noch gut Klicks, aber kaum Kommentare. Also die sind echt überschaubar. Da brauchst du nur ein paar Mal auf mehr Anzeigen klicken und du hast schon alle gesehen. Tja, selbst schuld, ne? Vor allen Dingen, die macht ja dann immer so... Ja. Richtig ätzend, die Alte. So Mausi, dann hol dir mal ein Kleid und ein paar Schuhe. Ich halte den Container auf, okay? Mauskowitz, wir müssen auf die andere Seite. Palter war gerade schon wieder mein Held. Hier lief nämlich gerade irgendwie so ein Käfer die Wand entlang. Und, aber ein Mörderkäfer, wirklich übertreibe nicht. Der war bestimmt 4-mal so groß wie ein Marienkäfer.
wenn nicht sogar noch größer. Und er hat ihn natürlich in die Freiheit gebracht. Und ich muss jetzt Essen machen. Palter hat schon Makaronis gekocht. Und ich habe schon eine lustige Idee für den nächsten Weekly-Vlog, für den Hashtag. Aber was heißt lustige Idee? Eigentlich ist das nur... Ja, egal. Lasst euch überraschen. Ich will jetzt auch nichts verraten. Auf jeden Fall habe ich schon eine Idee. Und ich mache dann mal das Hackfleisch. Weekly-Vlog Nummer 25 ist beendet. Nummer 9. Ich hätte nie gedacht, dass wir das so lange durchziehen. Vor allem, dass du so mitmachst. Ja, ich bin ein Held. Legende, Entschuldigung. Ja, es ist immer noch übelst warm. Am Montag soll es ein bisschen kühler werden. Das waren meine letzten Worte in diesem Weekly-Vlog Nummer 9. Ja, das war das Alltagsleben mit uns und euch. Wer bis zum Ende geschaut hat, der kriegt ein Bienchen. Es wird noch Bienchen? Ein Bienchen. Ja, kriegt ein Fleißbienchen. Und noch ein kleines Hummelchen. Geht auch. Also ich bin jetzt nicht so. Ja, adios, amigos. Das ist Italienisch. Ja. Ja. Man kann auch den Leuten ein bisschen Fremdsprachen vermitteln. Nicht Latein? Nein. Latein. Er spricht halt noch Latein. So, die Fahrstunde ist um. Fahrstunde. Na, wir fangen wieder mal an. So weit sind wir doch noch gar nicht. Die Pause habe ich extra gemacht, dass du noch lange gucken musst und ich sage nichts. Und du musst darauf warten, dass ich irgendwas sage. Deswegen habe ich jetzt so lange Pause gemacht, weil du, glaube ich, gewartet hast. Oh, sag jetzt mal was. Ja, ich sag noch was.